ganzen alten Häuser waren. Neues Graffiti an den Wänden. Doch die Hortensien blühen weiter, denn nicht alles hat ein Ende. An dem Ort, wo einst alles begann, unser allererster Horizont, der unendlich große Freiheitsdrang, nur über Ampel nie hinausgekommen. Wo man sich die Geschichten erzählt, dass dort die Zigarettenmafia-Leute quält. Hinter den Mauern ein offenes Buch, tausend Erzählungen im roten Tuch. In diesen ewigen Ruinen sangen sie Lieder, die sie liebten, von einem gottverlassenen Männerchor, so lange schon, doch nie verloren. Und ich weiß, du bleibst für immer. Die Alben sind voll mit unseren Bildern. In der Playlist die 1, das warst du immer. Wir sind nicht mehr da, doch bleiben deine Kinder. Alles machen, nicht alles sagen, die groß besungene Freiheit haben. Nachts mal raus auf die Trabrennbahn, eine Runde drehen in Mamas Wagen. Und jeden Mittwoch die 12er Packung Eis hat für uns drei ganz so gereicht. Unsere Welt schien hier ewig zu sein, doch immer nur 2-3 Kilometer weit. Erstes Mal lieben, das erste Mal fahren, Freunde gefunden und Freunde begraben. Es ist vorbei, ja, es gab diese Zeit. 2 Minuten laufen, alle erreicht. Kein Savoy so wie in Wien, nur den Römerweg in Ost-Berlin. Und das alles so lange fort wie unsere Kindheit in Berlin-Karlshorst. Und ich weiß, du bleibst für immer. Die Alben sind voll mit unseren Bildern. In der PSC1, das warst du immer. Wir sind nicht mehr da, doch bleiben deine Kinder. Applaus erwartet, ne, Aschan? Du hast Applaus erwartet. Das ist komisch, wenn man jetzt auf die Bühne kommt und dann fühlt es sich so. Und dann ist irgendwie nur das Produktionsteam, was natürlich wundervoll ist, aber ansonsten nichts. Aber wir begrüßen trotzdem, oder? Es geht los. Ja, geht jetzt los. Herzlich willkommen, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu den 5. Listen to Berlin Awards. Wir sind hier in der Alten Münze. Wir haben uns das vorgestellt, dass auch ihr alle da seid und dass wir hier eine schöne Preisverleihung feiern können. Aber es ist leider was dazwischen gekommen. Das wird auch diesen Abend heute noch uns beschäftigen natürlich. Trotzdem hat sich die Berlin Music Commission dazu entschlossen, diesen Abend hier zu veranstalten, also die Preisverleihung durchzuziehen. Und darüber freuen wir uns. Natürlich. Und wie immer geht es heute Abend natürlich auch um Musik und um die Listen to Berlin Compilation, die dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight ist. Jetzt gerade von der Compilation konnten wir hören, die Band sind.
die heute auch in der Kategorie Publikumspreis nominiert sind, nicht? Oh ja, da drücken wir die Daumen. Also Sintram hier eröffnet natürlich die Show heute. Und bei diesen Listen to Berlin Awards soll es natürlich darum gehen, Musik auszuzeichnen, Musikvideos auszuzeichnen, also die künstlerischen Aspekte, aber natürlich auch wirtschaftliche Aspekte, Menschen, die sich hier in der Musikbranche engagiert haben für Berlin, für die Berliner Musik. Darum geht es hier bei den Listen to Berlin Awards. Und wir dürfen durch das Programm führen heute. Ja, aber erstmal. Malonda, was wird, bin ich schon wieder zu schnell? Ja, Malonda heiße ich und du heißt Christoph Schrag. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Aber sag mal, ich wollte dich mal fragen, was war denn das jetzt eigentlich für ein Jahr, oder? Ich meine, es hat mit dieser riesen Fridays for Future Demo angefangen, dann Corona-Pandemie, ja. Weltweit Lockdown. Wahnsinn. Dann Black Lives Matter im Sommer. Das sind große Debatten in diesem Jahr. Die Riesendebatten, ne? Leave No One Behind, die Feuer in den Lagern auf den griechischen Inseln, unter anderem Moria, große öffentliche Debatten, wie gesagt. Ja, und vor allen Dingen eine Sache, die auch in Berlin organisiert wurde, eine große Spendenaktion, das Hashtag Leave No One Behind. Also und wir haben Platz, ne? Also ist echt viel passiert und jetzt ist aber irgendwie wieder Lockdown. Ja, genau, dann kam dann noch so eine kleine Pandemie dazwischen. Also es hat die Musikindustrie beschäftigt uns, wie gesagt, heute Abend hier auch. Trotzdem findet der Abend statt und das verdanken wir der Berlin Music Commission. Haben wir hier in Form von Gemse und Jana zu Gast. Hallöchen. Hallo. Hallo ihr beiden. Also das Ganze heute als Live-Veranstaltung, aber mit wenigen Gästen, im Grunde nur Produktionsteam heute hier bei den Listen to Berlin Awards, habt ihr euch sicher anders vorgestellt. Ne? Warum gegen all diese Widrigkeiten eine Preisverleihung veranstalten, wo man eigentlich doch denkt, ey, da kommen wir zum Feiern zusammen, da soll es uns gut gehen. Und jetzt unter diesen Bedingungen, die zugegebenermaßen jetzt nicht so die allerschönsten sind für eine Preisverleihung, warum? Ganz ehrlich, die Frage, wie passt das zusammen, die haben wir uns auch gestellt. Also unsere Branche da draußen befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Sozusagen Lebenswerke zerrinnen zu Staub, individuelle Existenzen stehen auf dem Spiel. Wie passt das mit einem Musikpreis, mit einer Awardshow zusammen? Wir haben nachgedacht und fanden, es ist wichtiger denn je. Es war uns wichtig, ein Zeichen zu senden und eine Plattform zu schaffen. Es gibt da draußen in dieser Stadt sehr viele Menschen, die sehr engagiert sich gegen die Krise stemmen. Es gibt viele Initiativen, die neue Lösungen suchen, neue Projekte, neue Unternehmenskonzepte versuchen, die krisentauglich sind. Und für diese Menschen, für diese Initiativen wollten wir eine Plattform bauen, um das sichtbar zu machen. Das ist sozusagen so ein bisschen der erste Grund. Der zweite, es ist ja so, dass man in dem ersten Schritt erstmal die Existenz sichern muss. Also quasi die Schäden ausgleichen. Das ist so das dringende Gebot der Stunde. Aber wir müssen uns auch mit Wegen aus der Krise befassen. Wir müssen uns auch mit der Zukunft befassen. Und das müssen wir jetzt tun. So seltsam es klingt, wir können es nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Die Welt wird nach der Krise eine andere sein als vorher. Und wie sie sein wird, das wissen wir nicht. Es hat niemand eine Blaupause in der Tasche. Hätte man das, könnte man sagen, okay, wir warten ab, wir sichern erst mal und gucken. Es hängt aber von uns ab, wie die Zukunft wird. Das heißt, wir müssen uns heute aufstellen und mit den Themen befassen, also auch mit den gesellschaftspolitischen Themen von Nachhaltigkeit bis Rassismus. Wir müssen uns mit der Stellung von Musikkultur in der Gesellschaft befassen. Mit diesen Themen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, um selbst auch Teil dieser Zukunft zu werden. Und das wäre der dritte Punkt. Es ist jetzt auch dem letzten Alpha-Menschen klar, dass man allein nicht über die Runden kommt. Es klappt nicht. Also in der alten Musikwirtschaft ging das noch. Da gab es so die großen Infrastrukturen. Jeder war so in seinem Kabäuschen da drin und konnte der Illusion anhängen, man kriegt es doch alles allein hin. Diese Infrastrukturen sind bedroht, die sind fragil. Und es ist klar, wir schaffen es nur miteinander. Wir müssen uns verbinden, wir müssen uns austauschen. Wir kriegen das nur gemeinsam hin. Das große Thema der Konferenz morgen ist Togetherness. So in diesem Zusammenhang werden quasi die nächsten Tage stattfinden. Es ist uns klar, dass das Überleben nicht allein geht und die Wege in die Zukunft werden wir auch nicht allein finden. Das heißt, wir brauchen auch eine Plattform dafür, quasi in diesen Austausch zu gehen, mit unterschiedlichen Menschen, Initiativen nach Wegen in die Zukunft zu suchen. Und das kriegt man auch nicht hin, wenn man nur mit seinen Freunden und Kollegen interagiert. Dafür braucht es auch eine Plattform. Das ist jetzt weniger der heutige Abend, sondern mehr ab morgen die Most Wanted Music Konferenz. Und
Gims hat es ja auch schon gerade gesagt, wir wollen eine Plattform schaffen und nicht nur für Initiativen und Menschen, sondern halt auch für die Künstlerinnen unserer Compilation. Und wir haben jetzt Sinn schon gehört, irgendwie uns war es auch ganz wichtig, dass wir den Künstlerinnen die Möglichkeit geben, aufzutreten, weil die hatten alle ein wahnsinnig schweres Jahr, also genauso wie halt alle anderen Menschen, aber sie betrifft es ja ganz besonders. Irgendwie alle Auftrittsmöglichkeiten sind weggefallen, die wenigen Konzerte, die stattgefunden haben, das kannst du an einer Hand abzählen. Und ja, unsere Namensgeberin ist die Listen to Berlin Compilation für den Award. Und dieses Jahr haben wir nicht nur eine Compilation, sondern wir haben neben den 18 Künstlerinnen, die auf der Listen to Berlin Compilation sind, noch 16 weitere ausgesucht, der Gemse und ich zusammen, weil wir haben so viele tolle Einreichungen gehabt und uns war es super wichtig, noch weiteren Künstlerinnen eine Plattform zu bieten. Und deswegen gibt es noch die Unexpected Sounds Compilation und da treten heute auch noch zwei Künstlerinnen auf. Das heißt, auch das war uns halt wirklich super wichtig, irgendwie die Diversität dieser Stadt abzubilden und heute auch Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen. Genau. Okay, also da habt ihr quasi nochmal die Plattform für die KünstlerInnen, die euch besonders am Herzen liegen, quasi mit der zweiten Compilation halt auch nochmal erweitert. Eine Frage, die ich jetzt dann nochmal an euch beide stellen wollte, ist ja, dass die Berlin Music Commission sich ja auch als Mittlerin der Politik versteht. Welchen Appell würdet ihr heute Abend aus eurer Position heraus und auch in dieser Vertretungsposition an die Politik richten wollen? Lasst es uns gemeinsam machen. Also lasst uns nicht auseinanderdividieren, also Wirtschaft und Politik oder die Branche selbst. Lasst uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Es ist natürlich klar, dass es zunächst erstmal auch um Hilfe geht, also um Existenzen zu sichern. Das ist das Gebot der Stunde, das ist ganz akut. Aber wir müssen uns auch gemeinsam befassen, wie gesagt, mit den Wegen aus der Krise. Und das sollten wir auch Branche, Künstlerinnen und Künstler, Akteure, Publikum und Politik gemeinsam machen. Da braucht es einen Austausch. Es hat keiner die Blaupause. Ja. Olaf Kretschmer und Jana Schäfer von der Berlin Music Commission. Ich hätte noch einen Appell. Ich hätte auch noch einen Appell, also nicht an die Politik, sondern irgendwie an alle Menschen da draußen irgendwie und besonders an die Kreativwirtschaft. Haltet durch, bleibt weiterhin so tapfer und kreativ, wie ihr seid, weil irgendwie ganz viele mussten sich ja andere Modelle suchen, irgendwie um Geld zu verdienen. Also das ist unser Appell an euch alle da draußen. Irgendwie danke, dass ihr das geschafft habt bis jetzt irgendwie und haltet weiterhin durch. Wir hoffen, wir kommen alle gestärkt aus dieser Krise heraus und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten, an alle, die uns jetzt die ganzen Monate unterstützt haben, an die Sponsoren, an unsere Gremien, an das ganze Team, an alle Unterstützerinnen, an den Senat. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir das durchführen können und ja, schauen wir mal, was der Abend bringt und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß dabei. Super. Jana Schäffert, Olaf Kretschmer alias Gemse von der Berlin Music Commission, die das Ganze hier veranstalten, natürlich mit viel Hilfe, was wir gerade gehört haben. Damit sollen sie losgehen, die Listen to Berlin Awards. Würde ich sagen. Oder? Sag mal, Christoph, was erwartet uns heute Abend eigentlich alles? Es ist eine Awardshow, es erwarten uns Preise, selbstverständlich. Es sind in diesem Jahr mehr Preise als in den letzten Jahren. Es ist ja auch schließlich ein besonderes Jahr. Wir haben 10 Preise, die wir heute Abend verleihen werden. Und zwar den Preis für Nachhaltigkeit, den es schon eine ganze Weile gibt. Es gibt den Preis für Förderung und Entwicklung. Es gibt den Preis für Musikwirtschaft. Für den Jurypreis, natürlich auch für die künstlerischen Darbietungen, den Publikumspreis, außerdem das beste Video und den Rolf-Bode-Preis für Haltung in der Musikwirtschaft. Und außerdem 2 Ehrenpreise in diesem Jahr und mit dem ersten Ehrenpreis starten wir jetzt. Würde ich sagen, los geht's mit einer wirklich, wirklich großen Sonderehrung. Warum und weswegen es die dieses Jahr gibt, das erklären die beiden hierfür geladenen LaudatorInnen. Ich begrüße Danielle de Picciotto und Axel Hacke, beide von den einstürzenden Neubauten. Danielle veranstaltet zum Beispiel zusammen mit Dr. Motte die erste Love Parade veranstaltet. Und Alex Hacke ist im Prinzip der musikalische Alleskönner bei den Neubauten. Und heute Abend sind sie hier selber ja auch eine Institution in der Berliner Musikszene. Und die beiden haben was zu sagen. Danielle de Picciotto, Alexander Hacke, bitteschön, die Laudatio. Ich bin Danielle de Picciotto und neben mir steht Alexander Hacke. Zusammen sind wir Hacke de Picciotto und wir sind seit den 80er Jahren Kulturschaffende in Berlin. Alexander mit seiner Band Einstürzende Neubauten, ich unter anderem als Mitbegründerin der Love Parade.
Und ich wollte eine kleine kurze Geschichte erzählen. Ich bin 1990 eingeladen worden als Künstlerin und Kuratorin in Hongkong auf dem Festival A Vision Berliner Clubkunst vorzustellen. Dort angekommen, erklärte man mir, dass es in Hongkong keinen Underground mehr gäbe. Die Stadt hatte sich so sehr auf ihre Wirtschaft konzentriert, dass Musik und Kunst immer mehr verschwunden waren. Dabei fiel auf, dass je mehr Kultur verschwand, desto höher stieg die Selbstmordrate von Jugendlichen. Darum waren wir, die Berliner, eingeladen worden, ihnen den Berlin-typischen experimentellen Underground nahezubringen. Kultur ist keine Freizeitgestaltung. Kultur ist Seelennahrung, die die Menschheit seit Anbeginn begleitet. Ohne sie würden wir verkümmern. International wird Berlin seit Jahren als die Stadt betrachtet, in der man als Künstlerin gut überleben kann. Egal, wo Alexander und ich auftreten, fragen uns Menschen mit leuchtenden Augen nach der Stadt, denn sie wissen, dass hier Kultur ernst genommen wird. In den Zeiten der weltweiten Pandemie wurde dies nochmal besonders deutlich. Nirgends sonst in Deutschland bekamen Künstlerinnen, Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen, und die machen immerhin einen großen Teil der hiesigen Musikwirtschaft aus, so schnell und unbürokratisch finanzielle Unterstützung wie hier in Berlin. Mit beeindruckender Geschwindigkeit wurde gehandelt, um das kurzfristige Überleben der Betroffenen zu sichern. Das Land hat damit eine bundesweite Vorreiterrolle eingenommen. Und, was in einer solch unsicheren Zeit mindestens ebenso wichtig ist, es wurden die richtigen Signale gesendet. Wir lassen euch nicht alleine. Kultur ist systemrelevant. Dieses prompte und unmittelbare Handeln ist leider nicht selbstverständlich und hat gezeigt, dass Berlin seine Kreativen auf dem Schirm hat. Und daher möchten wir heute Abend zuallererst die Chance nutzen, um mit dieser Sonderehrung ein Zeichen zu setzen. Der Berliner Senat und das Musikboard Berlin als Partnerin in der öffentlichen Verwaltung schaffen die Rahmenbedingungen in der Stadt, unter denen wir alle, kreativ sein und wirtschaften können. Dafür möchten wir uns im Namen der Berliner Musikwirtschaft ganz herzlich bedanken und euch eine Anerkennung für diesen Einsatz überreichen. Allerdings wird die Krise noch viel mehr von uns allen abverlangen. Gerade die momentane Entwicklung zeigt, dass wir noch immer mittendrin stecken in der Pandemie und dass die gesamte Kulturbranche im Rahmen der absolut notwendigen Kontaktminimierungsmaßnahmen nach wie vor nicht die Aufmerksamkeit und Unterstützung erfährt, welche ihr als tragender Pfeiler der Gesellschaft und des sozialen Zusammenhalts eigentlich gebührt. Darum an dieser Stelle ein Appell. Damit wir das Überleben unserer vielfältigen Musiklandschaft sichern können, sind eure beispielhaften oder euer beispielloser Einsatz, eure Offenheit und Flexibilität weiterhin gefordert. Wir freuen uns, dass die Berliner Musikwirtschaft mit dem Berliner Senat und dem Musikboard zwei verlässliche Verbündete an ihrer Seite hat, damit Berlin weiterhin ein Zuhause für Kreative sein kann. Ich bitte auf die Bühne Staatssekretär Christian Rickers. Christian, du darfst auf jeden Fall. Ich bitte dich sogar darum, dass du an das Rednerpult schreitest. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das ist toll. Das ist aber natürlich jetzt nicht nur ein Preis, der einen nur lachen lässt, sondern es ist so ein Lachen und ein Weinen, weil das ist ja gleichzeitig Anerkennung und Ansporn, sage ich mal. Anerkennung und Ansporn. Und es ist auch nicht nur für den Senat. Ich sage mal jetzt Anerkennung, das ist eine Anerkennung für alle Senatsverwaltungen, die daran beteiligt waren in den letzten Wochen und Monaten mit wirklich immenser Kraftanstrengung. Für die IBB,
die mit immenser Kraftanstrengung dafür gesorgt haben, dass diese Hilfsprogramme nicht nur beschlossen worden sind, sondern sehr schnell, in Teilen sehr unbürokratisch auf die Straße gekommen sind. Wir sind froh und stolz darüber, dass wir es geschafft haben, jetzt über 2 Milliarden Euro an Soforthilfegelder hier in Berlin auszuzahlen, und ein Viertel davon ist hier in der Kultur- und Kreativwirtschaft gelandet. Und das ist natürlich etwas, an der Stelle einen Preis zu bekommen, da eine Anerkennung für die Kraftanstrengung, die in der Vergangenheit liegt, aber die sicherlich auch noch in der Zukunft vor uns liegen wird, mit Blick auf andere Programme, tut gut. Das weinende Auge ist natürlich auch angesprochen worden. Wir sind noch mitten in der Pandemie. Es geht weiter, und wir werden jetzt und bekommen sicherlich mit diesem Preis ganz deutlich vor Augen geführt, wie geh- und betroffen die Kreativbranche ist und auch noch in Zukunft sein wird, und wie notwendig auch weitere Unterstützung ist und sein wird. Ich finde es zum Beispiel gut, dass der Bund jetzt neue Unterstützungsprogramme angekündigt hat, auch dass der Bund an einigen Stellen, ich sage mal, auch auf etwas gehört hat, was wir als Berliner schon eine ganze Weile gesagt haben, dass die Solo-Selbstständigen anders berücksichtigt werden muss, und auch, dass es ein Versprechen gibt, dass die neuen Hilfsprogramme schnell und unbürokratisch erfolgen soll. Ich kenne jetzt die genaue Ausgestaltung noch nicht, da wird noch dran gearbeitet, aber ich kann sicherlich sagen, jetzt hier auch für Berlin, wir haben da weiter ein sehr, sehr enges Auge drauf und fordern das vom Bund ein. Also mein Dank an dieser Stelle für Anerkennung und Ansporn im Namen aller, die daran beteiligt sind. Es ist ein Ansporn, jetzt auch weiter gemeinsam durch diese Krise zu gehen. Der Senat steht da an den Seiten der Kultur- und Kreativwirtschaft, und ich freue mich wirklich, dass wir diesen Preis hier entgegengenommen haben. Vielen, vielen Dank, und vielen, vielen Dank auch für die freundlichen Worte. Dankeschön. Auch von uns natürlich, Christian Rickerts, vielen, vielen Dank. Genau, den Preis, den darfst du gerne mitnehmen. Wir machen hier eine kontaktlose Preisübergabe. Das ist die erste kontaktlose Preisverleihung, der ich zumindest beiwohne. Das ist doch mein Erster. Vielen, vielen Dank, Herr Rickerts. Gibt es noch eine Botschaft sozusagen an die Kreativen, an die Kulturschaffenden in Berlin, die jetzt sozusagen im zweiten Lockdown durchhalten müssen, quasi Berufsverbot haben? Was können Sie ihnen sagen von der Senatsverwaltung für Wirtschaft? Ich habe das ja gerade angesprochen. Das ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir müssen da jetzt gemeinsam, dadurch. Wir müssen alle aufeinander aufpassen, gemeinsam aufpassen, dass diese Beschränkung, die wir haben, auch durch das eigene Verhalten jetzt möglichst kurz dauern, damit wir alle wieder das machen, was uns am meisten Spaß macht, unter anderem hier eine Preisverleihung mit Zuschauerinnen und Zuschauern und ganz viel Live-Act. Ja. Alles klar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Christian Rickerts von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, für Energie und Betriebe. Eigentlich war uns versprochen worden, ne? Malunda, weißt du, was daraus geworden ist, dass wir auch noch mit Katja Lucker sprechen dürfen? Weiß ich nicht. Haben wir jetzt hier jemanden vom Musikboard eigentlich in der Zuschalte irgendwo? Jetzt gehen diese Probleme los, wo man denkt, wo ist denn die Zuschalte? Ich habe noch ja, nicht Fernsehen jetzt gemacht. Wir machen das auch alles zum ersten ja, Mal. Man sieht das aber auch ein bisschen. Wir brauchen das eigentlich überhaupt gar keinen zu sagen. Können wir einen Pausentanz aufführen? Vielleicht hast du da was vorbereitet. Ich glaube nicht, dass wir das tun. Ich habe sie gesehen, da ist sie. Da ist sie, Katja. Ist sie, Katja, Katja, hi. Auch? Oh mein Gott. Katja Lucker vom Musicboard, du bist gerade erst eingewählt worden. Man hat dich jetzt nicht schon mal vorher in die Leitung geschickt, dass du dich schon ein bisschen darauf vorbereiten kannst, dass du gleich live im Stream bist, oder? Nein, ich bin noch gar nicht so verrückt. Ihr hört mich auch, ne? Du bist live im Stream, Katja. Aber du weißt, warum du jetzt... Du weißt, wofür also, du heute Abend hier bist, oder? Zeit verzögert, und ich habe nicht alles gehört, leider, was Daniela Di Pizzotto und Alex Hacke bestimmt sehr Schönes gesagt haben. Es wurde mir nicht alles übertragen. Ja, aber das war schön. Mein Bestes. Vielleicht sagt ihr mir noch mal, warum ich da bin. Du hast gewonnen, Du hast Katja. Einen Preis gewonnen, meine liebe Katja. Und zwar geht es darum, dass du mit zu den Akteuren gehörst, die hier in Berlin schnell und unbürokratisch gerade auch den Solo-Selbstständigen mitgeholfen haben und hier total für uns am Start waren. Wir haben uns als KünstlerInnen ganz oft dann doch sehr abgeholt und gesehen gefühlt. Und deswegen wurde dir heute ein Dank ausgesprochen mit einem Appell, bitte weiter so. Ja,
Katja Lucke, wie sieht die weitere Unterstützung vom Music Board für die Künstler aus? Ihr habt ja eure Programme, die laufen. Es gab auch zwischendurch ein Sonderprogramm ganz am Anfang. Jetzt verlängert sich die Pandemie nochmal. Hat das Music Board in irgendeiner Form Pläne, anders als sozusagen die bestehenden Töpfe schon, die Musiker und Musikerinnen und die Clubs auch zu unterstützen? Ja, also wir waren ja beim Tag der Clubkultur mit dabei sozusagen und haben unser restliches Geld dort auch mit in den Kopf geworfen und unterstützt, haben Sonderprogramme ausgeführt. Wir werden das natürlich dieses Jahr auch noch machen. Die Pandemie wird uns nächstes Jahr nicht verlassen haben. Und unser Herz, und das wisst ihr, schlägt für die MusikerInnen, für die marginalisierten Gruppen, die, um das mal ganz klar auch nochmal zu sagen, besonders gerne vergessen werden in diesen Zeiten und auf die wir besonders viel Acht geben müssen, denn die Safer Spaces sind aktuell gar nicht da und stehen nicht zur Verfügung. Umso mehr müssen wir dafür tun, dass wir Unterstützung bekommen und gesehen werden. Und ihr wisst, wofür wir stehen, und das werden wir weiterhin so tun und werden das Geld, dass der Staat uns gibt, in die Musikszene spülen, wissend, dass von Sachen in Berlin umgesetzt werden. Katja Lucke, herzlichen Glückwunsch für diesen Preis. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank fürs Gespräch. Und die Senatsverwaltung. Danke schön. Du hast es vorhin schon angesprochen, kannst du dich noch erinnern, Anfang des Jahres gab es eine riesige Demonstration, sowas heute so nicht mehr möglich ist, von Fridays for Future. Es wirkt, als wäre es schon Ewigkeiten her. Aber du meinst damals, das Thema mit der Umweltgerechtigkeit, um die sich jetzt keiner mehr schert. Es ging mal darum, dass wir die Welt retten müssen. Ah, und nachhaltig und so. Junge Menschen gefunden und haben das Heft des Handelns in die Hand genommen gewissermaßen. Hm. Und das ist jetzt schon sehr lange her. Trotzdem ist es ja die Herausforderung unserer Zeit nach wie vor noch, dass wir uns mit der Klimabilanz dieser Industrie auch beschäftigen. Und es gibt natürlich so oder so auch während der Pandemie Akteure auch in der Berliner Musikwirtschaft, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie kriegen wir das hin in Zukunft, klimaneutral zu handeln in der Musikbranche? Und dafür gibt es diesen Preis. Das ist der erste reguläre Preis heute, der sonst auch verliehen wird bei den Listen to Berlin Awards. Das ist der Preis für Nachhaltigkeit. Hier sind erstmal die Nominierten. Preis für Nachhaltigkeit. Prämiert wird eine Person, ein Unternehmen oder eine Initiative, welches durch besonders ökologisches Handeln einen nachhaltigen Beitrag für eine grünere Berliner Musiklandschaft geleistet hat. Green Music Initiative. Die Green Music Initiative ist eine unabhängige Denkfabrik, die Menschen in der Musikfestival- und Veranstaltungsbranche dazu inspirieren und unterstützen soll, ihre Aktivitäten nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten. Mit Sitz in Berlin vereint die gemeinnützige Initiative als sektorübergreifende Innovations- und Forschungsagentur heute mehr als 150 Festivals und 200 Veranstaltungsorte aus ganz Europa. Music Cares. Als intellektueller Musikproduzent und Aktivist widmet sich Maurizio Lizarazzo Prada Initiativen mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Maurizio arbeitet an der Entwicklung der Music Cares Plattform, mit der die Ökobilanz bei Musikveranstaltungen getrackt und kompensiert werden kann. Übergeordnete Ziele neben Klimagerechtigkeit und Chancengleichheit sind, die Nachhaltigkeit von Musikveranstaltungen zu steigern und eine Kosten-Nutzen-Optimierung zu erreichen. Pommes Pommerenke. Das Team der Schlagzeugbetreuung von Pommes Pommerenke kümmert sich mit viel Herzblut, Erfahrung und feinem Geschick um abgeliebte, in Vergessenheit geratene, alte und verstimmte Schlagzeuge und allem, was dazugehört. Von Restaurationen über Reparaturen bis zum Neubau wird alles mit Leidenschaft ausgeführt. Den Verzicht auf Verschwendung, die Bewahrung von Altem und Schönen und den Umgang mit Ressourcen immer im Blick. Das sind die Nominierten für diese Kategorie, für den Preis bei den Listen to Berlin Awards für Nachhaltigkeit. Und natürlich gibt es auch für diesen Preis eine Laudatio. Sie kommt vom Mitglied des Bundestages von den Grünen, Stefan Gelbhaar. Und ich darf Stefan Gelbhaar, glaube ich, auf die Bühne bitten, oder ist er uns zugeschaltet? Nein, er müsste hier sein, ne? Live zuschalten. Er steht ja auch drauf. Da ist er. Ja. Herr Gelbhaar. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich zuschalten hier für die Laudatio für den Preis für Nachhaltigkeit. Ich darf Sie bitten. Wer hat gewonnen? Ja, hallo, beim Wahlkreisbüro hier im Prenzlauer Berg.
würde natürlich viel lieber direkt vor Ort sein und euch alle direkt sehen. Aber ist, wie es ist. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerne jetzt zu euren Herzen bringen möchte. Falls es Fragen gibt, was es da im Hintergrund ist, sei es vielleicht kurz aufgeklärt. In meinem Wahlkreisbüro ist jetzt seit einigen Monaten länger als geplant die Ausstellung zum Mauerpark. So, aber jetzt in medias res. Ich freue mich, dass wir hier zum zweiten Mal in der Kategorie Nachhaltigkeit den Listen to Berlin Award vergeben. Und ich sage euch auch warum. Wir müssen jede Krise bekämpfen, das klang schon an, eben auch die Klimakrise. Und dafür brauchen wir Leuchtturmprojekte. Und alle drei Nominierten auf der Shortlist sind, da zitiere ich jetzt Listen to Berlin, funkelnde Sterne im Berliner Musikuniversum. Da haben wir die Schlagzeugbetreuung Pomerenke, ein Unternehmen, das den Umweltschutz im gesamten Produktionsprozess der Musikindustrie, der Musikinstrumente, im Blick hat, von der Materialbeschaffung über die Entsorgung bis zur Wiederaufarbeitung. Da haben wir die Plattform Music Cares, die den gesamten Prozess von Musikveranstaltungen begleitet, von der Werbung über die Mobilität bis zum Abfallmanagement. Und da haben wir die Green Music Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Verminderung der CO2-Emissionen und Umweltwirkungen in allen Bereichen der Musik- und Entertainment-Branche zu fördern. Und ich finde, alle drei Nominierten sind unbedingt auszeichnungswürdig. Aber Shortlist heißt nun mal Zwischenergebnis eines Auswahlprozesses und damit wäre ich da angelangt, worauf wir schon alle ungeduldig warten, nämlich die Benennung des bzw. der Preisträgerin. Also, los geht's. Der diesjährige Preis für Nachhaltigkeit geht an die Green Music Initiative und ihren Gründer Jakob Wiederbell. Herzlichen Glückwunsch. Alle dürfen klatschen, auch wenn das natürlich keine Veranstaltung mit Gästen ist, aber es gibt Produktionspublikum. Jakob Wiederbell, auf die Bühne, bitte. Ja, jetzt, sofort. Genau. Müssen wir jetzt noch direkt zuhören. Hallo, es gibt noch eine Ansprache. Am besten dorthin schauen, weil da der, genau. Laudatio heißt der Lobrede. Ja. Jetzt muss ja die Lobrede kommen. Ja? Also ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zwei Punkte rauszugreifen von der Initiative und von Jakob. Es geht in der Initiative immer ums Machen, das finde ich so toll. Also nicht um Not-Tos oder Verbote, weil jeder kann was beitragen zur Nachhaltigkeit. Und die Green Music Initiative bringt genau diesen Gedanken wieder immer zum Vorschein. Damit wird, wenn man so will, politische Bildungsarbeit geleistet. Und ohne politische Bildungsarbeit wird es keinen Wandel hin zur Nachhaltigkeit geben. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, deswegen ist es so auszeichnungswürdig, sind diese vielen bemerkenswerten und sehr kreativen Projekte. Wer es nicht glaubt, gehe auf die Webseite der Green Music Initiative. Da wird man fündig. Ich will mal da zwei Punkte rausgreifen und Sie mögen es mir verzeihen, dass es zwei Punkte sind aus dem Verkehrsbereich. Ich bin Verkehrspolitiker und ambitionierter Radfahrer. Deswegen einmal haben wir das E-Bike Muskelkraftwerk und zum anderen die Green Music Fahrraddisco. Und da, bei diesen beiden Sachen treten die Teilnehmer von Events selber an die Pedale und schaffen damit den Strom für diese Veranstaltung. Das ist einfach eine völlig coole Sache. Und das führt zu einem bleibenden Erlebnis, und zwar über den Muskelkater am Folgetag wahrscheinlich hinaus. Das ist persönlicher Einsatz, das macht die Musiklandschaft grüner, insbesondere die Berliner. Und dafür sollte und wird heute Jakob Wiederbell geehrt, für, nicht nur dafür, ehrlich gesagt, sondern für das ganze langjährige Wirken. Weil man muss es schon sagen, Sie sind da Pionier, Sie sind da Vordenker. Und deswegen finde ich das eine gute Auszeichnung, genau an der richtigen Stelle, an den richtigen Menschen und die richtige Initiative. Das war's der Lobrede. Vielen Dank, Stefan. Ich kann ewig fortsetzen, aber ich glaube, der Punkt ist gemacht. Vielen Dank, Stefan Gelper, Mitglied des Bundestages für die Grünen und vor allen Dingen Radexperte, aber auch für urbane Mobilität. Also nicht nur das Fahrrad, aber natürlich momentan hauptsächlich. Vielen, vielen Dank. Jakob Billabong, ich darf herzlich gratulieren für diesen Preis für Nachhaltigkeit. Gibt es denn irgendeine Initiative von den vielen Projekten, jetzt hat Herr Gelper schon was rausgegriffen, was Sie hier auf der Bühne rausgreifen müssen von den vielen Sachen, die Sie machen bei Green? Oh ja,
Total gerne. Also erstmal möchte ich mich bedanken für diese tollen Worte und das ist natürlich auch ein super Intro. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Mannschaftssport. Also diese ganzen vielen Projekte, die habe ja nicht ich mir ausgedacht, sondern die haben sich ganz viele andere Leute mit uns ausgedacht und dann umgesetzt. Und das Schöne ist, wenn man eine Sache so lange macht, irgendwann gibt es ein Netzwerk. Im letzten Jahr stand hier an gleicher Stelle die tollen Berliner Menschen von Clubtopia, auch ein super Projekt, was ich hervorheben will. Ich glaube, heute, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich über unser Lieblingsprojekt reden. Und zwar, wir haben uns irgendwie gefragt, können wir nicht in Zukunft ein Festival machen, was Strom nur noch aus erneuerbaren Quellen hat? Und wir haben jetzt endlich ein Projekt, wo wir Wasserstoffgeneratoren gebaut haben. Also wir haben emissionsfreien Strom für Festivals im nächsten Sommer. Da freue ich mich sehr drauf. Hoffen wir, dass die Festivals auch stattfinden dürfen. Dazu müssen wir uns jetzt alle zusammenreißen und nebenher noch an dem Impfstoff forschen, nehme ich mal an. Ich verstehe dich irgendwie nicht. Entschuldige, dann komme ich näher, aber die 1,50 müssen wir einhalten. Ich schreie dich ein bisschen an. Ja. Wir haben natürlich technische Probleme, wie das eben normal ist bei so einer live umgesetzten Veranstaltung. Das nur zur Erklärung für alle Leute, die am Bildschirm sitzen. Warum ist es denn so schwer für Festivals, den Strom aus Erneuerbaren zu ziehen? Ich habe den an der Steckdose. Warum geht das bei Festivals nicht? Naja, weil du hast in der Regel keinen Stromanschluss. Also Festivals finden ja da statt, wo du eben keinen Netzanschluss hast, auf der grünen Wiese, da wo du eigentlich hin willst. Und da hast du in der Regel einen Generator und der Generator wird mit Diesel betrieben. Und das wollten wir ändern. Wir wollten einen Generator mit Wasserstoff betreiben. Das können wir jetzt. Das heißt, der Plan ist 2021 Festivals mit Wasserstoff betrieben. Und na, wir hatten die ja diesen Sommer schon, dann fand ja nichts statt. Die stehen jetzt alle im Lager rum und warten drauf. Ja. Okay. Darf ich noch eine Sache sagen? Sehr gern. Ich wollte mich bedanken, dass ihr das heute hier durchzieht, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal in so diesen wahnsinnig irren Zeiten, wo sich alle fragen, welche Relevanz hat Kultur? Brauchen wir die eigentlich? Und ich finde das immer so eine ganz seltsame Frage, weil ich glaube, es geht gar nicht ohne Kultur. Es ist völlig unmöglich. Wir schaffen diesen Wandel zu dem neuen Normal gar nicht ohne Kultur. Also ist die Frage für mich absurd. Ich kann sie aber umgekehrt beantworten. Ich glaube, wenn wir als kulturell Schaffende uns fragen, was können wir denn jetzt für die Gesellschaft machen, um dieses neue Normal zu bauen, dann haben wir diese Rolle. Und da müssen wir uns auch nicht mehr selber fragen lassen. Jakob Bilabell, Green Music Initiative, den Preis bitte mitnehmen. Kontaktlose Übergabe hat erfolgt. Green Music Initiative. Es können nicht alle gewinnen von denen, die hier nominiert sind, aber Stefan Gelper hat es gerade schon gesagt, es sind natürlich alle ausgezeichnet, auch durch die Nominierung an sich schon. So finden wir oder hoffen wir zumindest, dass man es verstehen darf. Mitnominiert war ebenfalls Maurizio Lizarazu Prada, der jetzt gerade hier noch begrüßt wird. Hallo Maurizio, grüß dich, wie geht's dir? Gut, gut. Und dir? Du warst ja heute nominiert für die Initiative Music Cares. Ja. Magst du kurz ein bisschen erzählen, worum es dabei ging? Wow, oh, danke. Dankeschön. Was Music Care ist, ist eigentlich eine Plattform für Nachhaltigkeit in der Live-Musikwirtschaft. Da versuchen wir auf jeden Fall die CO2 zu reduzieren, zu kompensieren und dabei so eine Kosten-Nutzen-Optimierung zu haben. Und das sollte eigentlich für alle Musikakteure, Akteurinnen zur Verfügung stehen irgendwann. Also wir haben das jetzt, das Projekt irgendwie so auf eine zweite Phase geschafft, wo wir eine Studie zusammen mit der Beuth-Hochschule gemacht haben, wo wir Use-Case-Diagramme gemacht haben und da sollten wir darauf so eine Prototyp entwickeln, damit die Bookerinnen, die Veranstalterinnen, die ganze so Live-Musikwirtschaft, Akteurinnen dazugreifen können und gucken bei den verschiedenen Varianten, die man braucht für eine Live-Musikveranstaltung, für ein Konzert oder auf Festivals oder wenn man auf Tour geht, ich bin selber Tourleiter, sich die verschiedenen Daten gucken kann und dann CO2 reduzieren und dabei ein bisschen die Kosten-Nutzung optimieren. Das ist das. Jetzt haben ja manche schon gesagt, durch die Pandemie, die jetzt uns getroffen hat und die Branche lahmgelegt hat, ist natürlich die Delle in der Klimabilanz zu sehen. Das heißt, es ist eigentlich eine Erholung für die Umwelt gewesen. Jetzt trotzdem soll es ja irgendwann auch weitergehen. Können wir denn nach der Pandemie direkt klimaneutral starten? Kann man beides gleichzeitig machen, Pandemie bekämpfen und klimaneutral werden? Gute Frage, ne? Ich weiß nicht, das ist die Frage, ob wir so auf einmal loslegen können oder wir machen das jetzt so
langsamer und gucken wir uns dabei, wie wir unsere Emissionen, ne, dazu beitragen, wie hoch wir die CO2-Bilanz danach. Aber das sollten wir auch als Live-Musik-Wirtschaft, das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Wir müssen auf jeden Fall in die Lage sein, in den nächsten 2-3 Jahren unsere eigene CO2 zu messen, zu tracken und zu kompensieren. Dafür ist die Idee auch von Music Cares, dass so ein Tool, so eine Plattform steht, damit die Akteure selber entscheiden können. Also es ist nicht mehr so, okay, wir legen einfach hier weiter, weil wir müssen einfach Geld wieder machen, sondern wir müssen auch dabei erstmal gut neu anfangen, sagen wir mal, bewusster. Okay, eine Frage hätte ich noch, und zwar haben wir vorhin hier kurz an der Bar im Dunkeln drüber gesprochen. Es ging darum, wie sich solche politischen Diskurse, wie wir ja dieses Jahr einige an der Zahl hatten, zusammendenken lassen. Und da war das Stichwort Intersektionalität auch zwischen uns im Spiel. Also für die Leute, die es nicht wissen, es geht um Mehrfachdiskriminierung, Mehrfachbelastungsthemen und darum, diese Themen zusammenzudenken, also Umweltgerechtigkeit, zum Beispiel mit Black Lives Matter oder halt eben auch mit Barrierefreiheit und so weiter und so fort. Wie siehst du das? Findet das in deiner Arbeit besondere Beachtung? Also ich finde, Klimagerechtigkeit gehört gleich dazu, sozioökonomische Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Das ist zusammen. Ne? Also wenn du in eine sagen wir mal Entwicklungsländer guckst, da sollten auch die Chancen genauso sein für Leute, die auch keine Ahnung, schlechte Sozialverhältnisse haben, und auch dabei die Industrieländer, die auch so viel CO2 stoßen, und dann sollten auch sozusagen, da sollte eine Gerechtigkeit, getragen werden, oder ich weiß nicht, da sind verschiedene Organisationen, aber das gehört dazu, Klimagerechtigkeit und sozioökonomische Gerechtigkeit ist das Gleiche. Mauricio Lizarra Suprada, vielen, vielen Dank fürs Herkommen. Glückwunsch nochmal zur Nominierung und alles Gute für das Projekt. Alles Gute. Danke. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Da handelt es sich um den Preis für Förderung und Entwicklung. Und die Videolaudatio kommt von den Greta-Zwillingen, Sandra und Kerstin Greta, beide von der Band Doktorella. Sie sind Aktivistin, Journalistin, haben Bücher veröffentlicht, sind Chefin ihres eigenen Labels Bohemian Strawberry. Und manche kennen sie vielleicht von ihrer Veranstaltungsreihe Ich brauche eine Genie oder der Greta-Salon. Jetzt sind sie hier per Videobotschaft bei uns. Zunächst, glaube ich, gucken wir uns die Nominierten an, ne? Oder bin ich da falsch informiert? Wollen wir die Nominierten gucken? Dann gucken wir erst die Nominierten an. Ich bin völlig verwirrt jetzt. Es tut mir so leid. Entschuldigung. Das ist die Bar-Situation gewesen. Es ist die Bar-Situation gewesen. Können wir die Nominierten sehen? Preis für Förderung und Entwicklung der Berliner Musikszene. Prämiert wird eine Person oder ein Projekt, welches sich in besonderer Weise für die Förderung und Entwicklung der Berliner Musikszene verdient gemacht hat. Club Commission. Die Club Commission Berlin e.V. ist mit über 300 Mitgliedern die weltweit erste und größte regionale Vereinigung von Club, Open Air und Festivalveranstalterin. Seit dem Jahr 2000 bieten sie den Mitgliedern gegenüber Hilfestellung bei akuten Problemen durch ein spezialisiertes und erfahrenes Netzwerk über die Grenzen Berlins hinaus. Zentrale Aufgaben der Club Commission sind Förderung und Schutz einer lebendigen und vielfältigen Clubkultur. Melissa Perales. Melissa Perales zog in den 90er Jahren von Chicago nach Berlin. Seit 1997 gehört sie dem Schokoladenkollektiv an. Außerdem ist sie Gründungsmitglied des Torstraßenfestivals, des Music Pool und diversen Veranstaltungsreihen in Berlin. Melissa Perales steht für Diversität. Mit ihrer Arbeit unterstützt sie Frauen, trans- und nicht-binäre Künstlerinnen. Somit fördert Melissa Perales Gleichheit und Vielfalt innerhalb unserer lokalen Musikszene. Ran Huber. Ran Huber gründete Am Start, um befreundeten Bands eine Plattform zu geben. Seitdem organisiert er Am Start weit über 1000 Konzerte. Neben seiner aktuellen Tätigkeit als Kurator, Promotor und Organisator ist er DJ und Schreiber. Seit nunmehr 20 Jahren kümmert sich Ran Huber so um die Zukunft der Nachwuchs-Indie-Bands dieser Stadt. Hey,
Hallo, wenn es ihn nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden. Unseren heutigen Preisträger in der Kategorie Förderung und Entwicklung der Berliner Musikszene. Und dann würden wir ihn uns auch erfinden. Und zwar genau so, wie er ist. Genauso, wie man sich diese leidenschaftlichen, besessenen Music Maniacs in der Berliner Musikszene vorstellt. Hoch 10. Hoch 10, genau. Er kennt die Berliner Musikszene, weil er sie seit 20 Jahren aktiv mitgestaltet. Maurice Summen vom Staatsakt-Label sagt über ihn, ohne ihn hätten sie damals kein Bein auf den Boden bekommen. Und das geht uns allen so, sowohl Bands als auch Labels. Und ich würde mich nie trauen, Anwesen von meiner Band zu machen, ohne dass er das promotet und veranstaltet. Und er hat auch von sehr vielen Berliner Acts zum Beispiel die ersten Konzerte gemacht, zum Beispiel Pop-Tarts. Genau. Ich habe damals, als ich ein Teenager war, habe ich immer so in den Musikzeitschriften gelesen, dass es da so diese Typen in der Szene gibt, die die Szene aufstellen und die so ganz wichtige Sachen machen und die halt so right time, right place sind. So, das war ja das Zauberwort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, war ja das auch das Punk-Zauberwort. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass es Menschen gibt, die immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tun. Aber er tut es 10-mal im Monat, den richtigen Ort finden für die richtige Band. Und dadurch definiert er auch die, mit was innovativ ist und was nicht. Seine Newsletter würde nie ein Mensch auf die Idee kommen, wegzuklicken. Sie sind eher so etwas wie, wenn eine Zeitschrift einen Newsblog macht, die wichtig ist. Allerdings sollte man nicht auf die Idee kommen, selbst mit ihm auszugehen. Ich erinnere mich an unseren letzten Ausgehabend. Da brauchten wir, um einmal die halbe Torstraße runterzulaufen, 2 Stunden, weil er in jeden Club reinging und mit 10 Flyern wieder rauskam und einfach jeden einzelnen Menschen kannte, der ihm dort begegnet ist. Und immer so, hey, da müssen wir alle morgen unbedingt hin, da ist was ganz Tolles. Und um Gottes Willen, wenn wir da nicht hingehen, dann verpassen wir was. Und man denkt auch immer, wenn man zu seinen Veranstaltungen, von seiner Veranstaltungsreihe nicht geht, dann verpasst man was. Und so ist es auch. Und deshalb bekommt er heute diesen Preis. Ebenfalls nominiert waren die tolle Melissa Perale, die zum Beispiel die Erfinderin des Torstraßenfestivals und Soundtrack-Reihen machende. Und auch die Berliner Clubkommission, die natürlich auch für uns alle eine Stimme darstellt seit Anfang der Nullerjahre. Auch diese Leute sind auf der Shortlist und haben quasi gewonnen. Aber der Gewinner ist Ran Huber! Von der Agentur am Start. Ja. War das süß, oder? Das war ja richtig niedlich jetzt gerade. Also es war auch sehr rührend, das anzugucken. Ran, magst du zu uns auf die Bühne raufkommen? Oh, also wenn mir so mal jemand solche Sachen sagen würde, dann würde ich gar nicht mehr auf die Bühne. Oh. Ich darf dich nicht anfassen, aber du darfst auch nicht stolpern. Was machen wir da? Da war doch auch eine Treppe, Mensch. Mann, herzlichen Glückwunsch für diesen Preis. Du musst ans Mikro treten, weil du nicht vertraut bist. Ja, da ist dein Preis und dein Mikrofon. Vielen Dank, ich bin sehr begeistert. Ich habe jetzt auch die Rede verstanden, weil vorhin war es ein bisschen schwer zu verstehen hier, die ganzen. Du kennst das aus der Veranstaltungsbranche, es ist alles immer gerührt. Du musst auch gar nicht so nah rangehen. Ich glaube, du kannst einfach. Ich bin sehr gerührt von dieser wunderschönen, erratisch schönen Rede und bedanke mich für diesen Preis. Können wir kurz noch ein bisschen mit dir quatschen? Weil ich meine, du kommst ja heute auch hierher, nicht nur als die Legende, die uns gerade beschrieben wurde, sondern halt eben auch als Solo-Selbstständiger in dieser Krise. Wie beschreibst du diese Situation jetzt aus deiner Sicht? Total irre. Also für mich ist es jeden Monat verändert sich die Situation total und man schätzt es immer anders. Man schätzt die Lage immer anders ein. Momentan finde ich, ist der Status quo, dass man nur durch Veränderungen und Zusammenarbeit und vor allen Dingen Fantasie und Kreativität was verändern kann. Also man kann ja nicht nur immer nur die Regierung und die Regierenden beschimpfen, dass sie irgendwas richtig oder falsch machen. Auch die Kulturbranche selbst, jeder Einzelne ist gefragt, jetzt an bestimmten Stellschrauben zu drehen und vielleicht auch neue Konzepte zu entwickeln, weil
es verändert sich ja nicht nur derzeit die Veranstaltungsbranche, sondern die ganze Welt. Und auch die geliebte Torstraße. Ran Huber, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, dass vielen du noch Dank. Lange deine Arbeit machen kannst und dass der Preis... Herzlichen Glückwunsch. Danke für deine Arbeit. Dankeschön. Ran Huber, am Start. Ja, es ist eine pandemische Veranstaltung. Es ist sehr viel. Genau, so sehen wir aus. Und genau, vor allen Dingen. Also, ich habe das noch gar nicht thematisiert. Du wusstest aber, dass ich mich schick anziehe. Aber ich habe das Beste genommen, was in meinem Kleiderschrank zu finden war, Madonna. Ich kann nicht besser. Es ist ein Outfit fürs Radio. Ja, eine arbeitet im Fernsehen hier, eine und einer beim Radio. Wer kann das sein? Wer ist wohl wer? Wer ist wer? Das stimmt. Aber lass uns zur nächsten Kategorie gehen. Es ist ein pandemisches Jahr. Wir haben Herausforderungen und selbst der Musikjournalismus hat diese Herausforderung erlebt in diesem Jahr, denn die Standards, die sind natürlich für die Journalisten genauso weggebrochen wie für die Musiker, wie für die Kunstszene und wie auch für die Fans. Also Albumkritiken, okay, ging noch, gerade so vieles ausgefallen. Konzertkritiken, fast gar nichts. Wie gut, wenn man also Journalisten hat, die auch andere Themen aufgreifen können, denn die hatten dann ein wirklich gutes Jahr. Für solche Journalisten ist dieser Preis gedacht. Er heißt Preis für Musikjournalismus und hier sind die Nominierten. Preis für Musikjournalismus. Prämiert wird eine Person, ein Unternehmen oder eine Initiative, die sich durch ihre journalistische oder publizistische Arbeit für die Berliner Musikszene oder für die Entwicklung der Musikbranche insgesamt verdient gemacht hat. Aida Bagranejad. Aida Bagranejad ist freie Journalistin und Wissenschaftlerin. Als Journalistin schreibt sie auf Deutsch und Englisch für allerlei regionale, überregionale und internationale Publikationen über Musik und Essen, manchmal auch über beides gleichzeitig. Meistens aber über das Politische im Sound, auf der Bühne oder dem Teller. Außerdem gibt sie Workshops zu Themen wie Rassismus, kultureller Aneignung und moderiert verschiedenste populärwissenschaftliche und stadtpolitische Veranstaltungen. Aida Bagranejad ist kulturell und politisch engagiert, bezieht Stellung und trägt somit zur Gestaltung eines sozialen, gesellschaftlichen Miteinanders bei. Die Redaktion der Sendung Tonart von Deutschlandfunk Kultur. Musik ist Kunst. Aber auch eine Plattform für die großen gesellschaftlichen Themen. Von MeToo bis Klimaneutralität, von Rechtsrock bis Queerness und natürlich auch für Corona. Um diese Themen dreht sich Tonart im Deutschlandfunk Kultur. Tagesaktuell, diskursiv, kontrovers, vielstimmig, meinungsstark, Musik als gesellschaftliches, ökonomisches und politisches Phänomen. Musikerinnen sprechen bei Tonart nicht nur über ihre aktuellen Alben, sondern auch über ihre Ziele und Wünsche, ihr Scheitern. Tonart steht für Leidenschaft der Musik selbst, jeden Tag aufs Neue. Selva Humsi. Selva Humsi ist Journalistin, Moderatorin und DJ. Für die Funkformate Jäger und Sammler und Hochkant war die junge Berlinerin auch vor der Kamera aktiv. Selva moderiert außerdem bei ZDF Kultur das neue Debattenformat 13 Fragen, bei dem aktuelle Themen aufgegriffen werden, wie die Frage, wie wir Rassismus bekämpfen können. Sie ist als Journalistin fester Bestandteil auf Radio Fritz und bei der Cosmo Radio DJ Show. Ihre kritische Stimme setzt Selva unter anderem gegen Sexismus im Musikbusiness ein. Dabei geht sie scharf, pfiffig und investigativ vor. Das sind die Nominierten, aber wer hat gewonnen? Nur einer kann es uns sagen und das ist, ich habe die große Ehre, meinen eigenen Chef anzukündigen, der Programmdirektor vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, Jan Schulte-Kellinghaus. Er müsste uns zugeschaltet sein, ich hoffe, er kann uns hören. Ich kann Sie hören und sehen. Ja, ruhig draußen. Und bin sehr froh, dass ich hier bin, hörst du das so? Dass ich dabei sein darf und dass ich die Ehre habe, den Musikjournalismus auszuzeichnen, denn das ist wirklich eine besondere Ehre. Ich finde, die alle drei Nominierten. Okay, ansonsten einfach jetzt so sowohl sitzen bleiben. Also Aida Bagranejad als auch die Sendung Tonart, als auch Selva Humsi. Sie haben es alle drei verdient. Ton wäre gut. Sind auch wirkliche Gewinner. Und Luca, ich habe keine Ahnung. Der eigentliche Gewinner. Hat das denn was damit zu tun, Robert, wie laut ich das hier mache? Ich finde das so wichtig, also weil das so zum Beispiel jetzt nicht gesagt worden ist in den letzten Jahren. Weil man gesagt hat, naja, durch Personalisierung und Streamingdienste und Spotify kriegt jeder sowieso das, was er braucht und will. Und dafür brauche ich keinen Musikjournalismus mehr. Und das ist aber weit gefehlt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir ist es so, immer wenn ich den Mix der Woche bei mir
anschalte, dann kommt entweder was völlig Absurdes, weil meine Playlisten viel zu divers sind, oder es kommt was wahnsinnig Erwartbares, was mich total langweilt. Und das macht mir immer klar, da ist eine Riesenlücke. Und die füllen Musikjournalisten aus. Und die müssen sie auch ausfüllen, weil gerade auch in so einer Situation wie heute, Sie haben es gesagt, Albumkritik geht noch, Konzertkritik geht nicht mehr. Was ist denn jetzt eigentlich Musikjournalismus? Gerade in einer Situation wie jetzt ist das die große Kunst, Menschen abzuholen in der Situation, in der sie sind. Und ihnen was anzubieten und sie neugierig zu machen und ihnen was Neues zu zeigen und vorzuspielen. Und das ist ein ganz toller Job. Und es sind große Künstler, wenn das gelingt und wenn man das schafft. Ich will einmal sagen, meine eigene Erfahrung, die ist schon ganz viele Jahre her. Da war ich 15 Jahre alt und habe im Radio bei SWF3 Frank Laufenberg gehört. Und der hat eine Stunde das neue Album von Queen vorgestellt, The Works. Und ich gebe es zu, das war für mich lebensprägend und ist es irgendwie bis heute. Und diese Guilty Pleasure habe ich mir erhalten und weiß deshalb aber, wie prägend das sein kann. Gerade auch für junge Menschen, wie prägend sowas sein kann und was für eine Bedeutung Musikjournalismus hat. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie das heute ehren und dass ich dabei sein darf und den Sieger oder Siegerin verkünden darf. Und jetzt muss ich hier einmal nachgucken, damit ich hier auch alles richtig mache. Ich sage erstmal einmal, dann bleibt es noch ein bisschen spannend, was die Jury gesagt hat. Die Jury hat gesagt, Gewinner, weil sie mit kompetent geführten Interviews, aktuellen Kritiken und pophistorischen Beiträgen einen hervorragenden Beitrag zur Musik Journalismus in Deutschland leistet. Und jetzt sage ich, and the winner is, der Listen to Berlin Award in der Kategorie Musikjournalismus geht an die Sendung Tonart von Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Glückwunsch. Applaus. Jan Schulte-Kellinghaus, vielen, vielen Dank für diese schöne Laudatio. Ich habe dem nichts zuzufügen, mir geht es ähnlich mit der Spotify-Playlist. Es kann daran liegen, wenn man sie mit seinen Kindern teilt. Das ist auch nicht so gut. Oder mit rheinischen Karnevalsliedern füttern. Kommen komische Sachen mit bei rein. Ja, Jan Schulte-Kellinghaus, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Laudatio. Danke. Sie dürften jetzt auch zugeschaltet haben. Es ist eine Situation, wo wir hier keine Veranstaltung in dieser Form in der üblichen durchführen können. Auch zugeschaltet haben die Gewinner. Und zwar sind das Christoph Reimann und Rainer Pöllmann von Tonart. Haben wir sie hier? Ja, hallo. Hallo und herzlich, vielen, vielen Dank. Doch nur einer. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr, freut uns total. Und weil ja die Redaktion ausgezeichnet wird und ausdrücklich auch mit ihren freien Mitarbeitern, habe ich jetzt die tolle Aufgabe, in Dieter-Thomas-Heck-Manier ganz schnell wenigstens die maßgeblichen, den inneren Kern dieser Redaktion aufzuzählen. 4 Redakteure für 3 Stunden täglich, Holger Baltin, Juliane Reil, Christoph Reimann, Matthias Wegner, 7 ModeratorInnen für 3 Stunden täglich, Carsten Mayer, Martin Böttcher, Mascha Drost, Matthias Mauersberger, Andreas Müller, Vivian Perkovic und Oliver Schwesig und weitere enge MitarbeiterInnen für Planung und Sendung, Elissa Hirsemann, Olga Hochweiß, Bettina Brecke, Christoph Möller, Vincent Neumann, Kerstin Poppendick und viele andere mehr noch. Wunderbar, vielen, vielen Dank für diese Dankesrede. Ich habe noch eine Frage und zwar, wie macht man das eigentlich, 3 Sendungen am Tag zu füllen, 3 Popkultursendungen so gut zu füllen, wie das Tonart immer wieder hinkriegt? Hat die Pandemie dabei geholfen oder war das ein Bremser? Die Pandemie hat interne Abläufe komplett über den Haufen geworfen, aber das ist ja letzten Endes nur für das eigene Personal wichtig, für die Hörerinnen und Hörer gar nicht. Es hat ganz neue Themen natürlich aufgeworfen und wir haben versucht, so wie wir das eigentlich vorher auch gemacht haben, dieser Herausforderung gerecht zu werden, journalistisch gerecht zu werden. Die Tonart, also zumindest die beiden Tagesausgaben der Tonart, vormittags zwischen 11 und 12, nachmittags zwischen 3 und 5, verstehen sich ja als genreoffene Sendungen, die sich mit Musik als gesellschaftlichen Phänomen auseinandersetzen, um es mal so ganz allgemein zu sagen. Das können ökonomische Phänomene sein, das kann Bildungspolitik sein, das kann in die Schule gehen, das kann sich um Rechtsradikalismus handeln oder um Frauenfeindlichkeit. Es kann sich aber natürlich auch um kühne
musikalische, ästhetische Entwürfe handeln. Also wir sprechen ja nicht nur über das Negative im Zusammenhang mit dem Musikbusiness, aber all das in den Blick zu nehmen, kritisch zu durchleuchten, in einen Kontext zu stellen, das haben wir vor Corona gemacht und das machen wir seit 8 Monaten natürlich in schöner Regelmäßigkeit auch mit Corona und das Thema wird uns natürlich so schnell auch nicht verlassen. Für die Redaktion Tonhardt. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Hier steht übrigens der Preis. Kommt kontaktlos. Ja? Vielen Dank. Dankeschön. Auf das, was jetzt kommt, freue ich mich ganz besonders. Weißt du warum? Wir können an die Bar. Nee, weil es Live-Musik ist. Ach so, ja. Tatsächlich. Wir haben darüber gesprochen. Es gibt dieses Jahr nicht nur die normale Listen to Berlin Compilation, sondern eine zusätzliche unter dem Titel Unexpected Sounds, also Sachen, die ihr so noch nicht gehört habt. Und davon haben wir jetzt eine Formation hier. Das sind Loud Lemon, Breezy und Kichu mit The Message. I'm Breezy. This is Kichu and Loud Lemons. Pushing me forward, going to sleep. You a shepherd, baby, not a sheep. Loud Lemon, Breezy und Kichu, die sind drauf auf einer weiteren Compilation, die es in diesem Jahr gegeben hat, zusätzlich zur Listen to Berlin Compilation, weil einfach auch die Pandemie natürlich einige Produktionen weiter nach oben gespült hat und weil natürlich auch die Entscheidung ist, zu sagen, wir haben einfach die Aufgabe, mehr Künstler zu unterstützen und deswegen hat man kurzerhand eine zweite Compilation ins Leben gerufen, nämlich die Unexpected Sounds. Wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Ist natürlich auch immer eine Frage der Transparenz. Wie kommen diese Awards überhaupt zustande? Wer entscheidet darüber? Eine Jury, 9-köpfig, habe ich jetzt gerade aus Informationen erfahren. Mit in der Jury waren Nina Lütjens und Milena Fessmann. Hallo. Hallo.
Hallo. Ich habe gerade schon von euch gehört, ich muss sehr laut sprechen, ne, weil wir hier so quasi eine akustisch suboptimale Situation haben. Ich hoffe, ich brülle euch jetzt nicht an. Ihr saßt in der Jury in diesem Jahr, das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung gewesen. Normalerweise sperrt man sich so ein bisschen in den Raum und hört irgendwie alles mal so durch, wirft sich Argumente an den Kopf und entscheidet dann. Das war in diesem Jahr nicht möglich. Habt ihr euch zusammen gezoomt oder wie habt ihr das diesmal gemacht? Na, wir hatten eine sehr luxuriösere Situation auf dem Dach, auf dem Holzmarktgelände. Ich glaube, 5., 7. Stock bei strahlendem Sonnenschein. Es war herrlich, mit großem Abstand und mit Sonne und Buffet. Ja. Also besser kann man eigentlich nicht zusammensitzen, ehrlich gesagt. Okay, für euch kann es immer Pandemie sein. Nein, wie sind denn die Kriterien in der Jury normalerweise? Es gibt Nominierungen dafür, es wird aus der gesamten Musikbranche mitnominiert und dann liegt das alles auf eurem Tisch. Jetzt kann man ja nach Vorliebe entscheiden oder nach Kriterien. Wie sucht ihr euch das zusammen? Nach welchen Kriterien habt ihr entschieden für diese Awards? Na, beruhigt. Es geht darum, in der Kategorie, wir haben glaube ich auch 9 Kategorien, oder das kann ich jetzt nicht genau sagen, dementsprechend zu schauen, wer ist herausragend. In diesem Jahr war es immer unter diesem Corona-Schirm gedacht auch, wer setzt sich da nochmal durch mit seinem Werk, also im Bereich Journalismus, Video, das geht immer darum, pro Kategorie wird geschaut, wer bietet was an. Und dann wird diskutiert, es wird gewotet und debattiert, total demokratisch. Und man kommt dann in der Regel früher oder später zu einem Konsens. Wie lange habt ihr gesessen? Ist das oft schnell gegangen dann oder diskutiert man dann schon sehr lange rum? Weil ich meine, das sind alles großartige Nominierte. Wir haben es jetzt hier gehabt. Ich hätte jetzt nicht gewusst, für wen ich mich da entscheiden soll bei den Aber das ist ja eigentlich auch der Spaß dabei, ehrlich gesagt, oder das Interessante, dass man tatsächlich diskutieren kann und wir haben uns schon ein Zeitziel gesetzt, also es war jetzt nicht so, dass wir dachten, wir sitzen jetzt 3 Tage, so, aber gerade diese Debatte, also wenn dann jeder so anfängt, also am Anfang wird es so auf den Tisch gelegt, wer ist denn da und was für Ideen gibt und dann merkt man auch selber, dass man zwischendrin dann so denkt, ach stimmt, das Argument, was der andere bringt, ist ja eigentlich ziemlich gut und dann fängt man wieder an zu schwanken und überlegt und hat da eigentlich eine feste Meinung und dann denkt man wieder, nee, vielleicht doch nicht, also eigentlich ist es ganz spannend, darüber zu diskutieren. Klingt wie bei den 12 Geschworenen. Genau. Habt ihr selber Dinge entdeckt? Wie bitte? Habt ihr selbst Dinge entdeckt bei der Jury-Sitzung? Mir ging es so, wenn ich in Jury saß, habe ich gedacht, warum kenne ich den nicht? Ja. Weiterer Punkt, der Spaß macht, in der Jury zu sein. Also ja, okay. Ja, das ist es. Es ist immer besonders lehrreich auch, muss ich sagen. Also wir haben wirklich eine luxuriöse Situation, Künstler und Kunstwerke kennenzulernen, an die man sonst nicht kommt. Und dann noch darüber ein Urteil sich anmaßen, fällen zu dürfen, ist schon wirklich auch erhebend. Also mit Gänsehaut, jeder hat mal die Gänsehaut auf jeden Fall. Jetzt ist der Preis nicht dotiert, also man kann sich hinterher keinen Ferrari damit kaufen oder so oder in die Kunst investieren. Aus eurer Sicht, was sollte der Preis bewirken in den Gewinnern im besten Fall? Was wünscht ihr euch? Na, Jubel, Freude, Heiterkeit natürlich. Also, gerade in dunklen Zeiten. Genau, also ich meine, das soll ja auch Mut machen und das soll ja Leute auch ehren. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also weil man vergibt ja Preise, nicht nur, weil sie dotiert sind oder so, sondern auch, damit die Leute das Gefühl haben, ihre Arbeit oder nicht nur die Leute, sondern auch Organisationen, die wird wahrgenommen und die wird da draußen wahrgenommen und dementsprechend dann auch geehrt. Ja, es ist eine Wertschätzung und es ist auf jeden Fall eine Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung, allein schon durch die Compilation. Also das ist jetzt sind wiederum die Künstler, die dann prämiert werden, die auf der CD sind. Aber alle anderen, die müsste man mal befragen bei so einer Runde, die vorhergehenden Preisträger, wie es ihnen ergangen ist damit. Und ich glaube, allen sehr gut. Außerdem kriegen sie einen Preis. Also ich meine, ist auch schön. Milena Fessmann und Nina Lütjens aus der diesjährigen Listen to Berlin Awards Jury. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Sie ist verbunden immer, also auch diese Awardshow, mit der Listen to Berlin Compilation. Und auf dieser Compilation sind verschiedene Künstler drauf. Manche haben wir hier auf der Bühne jetzt schon gehabt. Auch da gibt es einen Preis, den wir verleihen, den Musikpreis, Publikumspreis und Jurypreis. Und nominiert ist beispielsweise auch Fritzi Noir, die gerade bei der Kollegin Malonda sitzt. Hallo Fritzi. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist tatsächlich, also alle, die dann jetzt auf dieser Compilation sind, haben ja schon einmal quasi gewonnen, eine Runde, und sind ja mit da drauf.
Wie hat sich das angefühlt in so einer unsteten Zeit? Irgendwie plötzlich, ey, du bist jetzt hier auf so einem Tonträger drauf. Wie war das für dich? Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ganz viele andere tolle Künstler drauf sind, die ich auch sehr bewundere und wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich mit denen zusammen auf die Compilation gekommen bin. Vor allem Alan Cohn, die ich sehr gerne mag, da habe ich mich sehr gefreut. Du bist auf jeden Fall in allerbester Gesellschaft. Ich mag die diesjährige Compilation tatsächlich auch sehr gerne, gerade auch noch wegen der B-Seite. Aber wie sieht denn das für dich als Indie-Künstlerin aktuell aus? Also ich meine, ich kenne es von mir, der Struggle ist total real gerade. Ne? Es gibt kaum Gigs, viel Streaming. Wie gehst du damit um? Also die letzten Monate, vor allem verdiene ich mein Geld mit Live-Konzerten, haben wir es eigentlich ganz gut gehalten. Ich habe auch viel Straßenmusik gemacht, als noch gutes Wetter war. Ich habe das Glück, dass ich noch eine Erzieherausbildung gemacht habe und dann halt musikalische Früherziehung gemacht habe die letzten Monate und Gitarrenunterricht gegeben habe und mir meine Nischen gesucht habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Hustle für sich. Ja. Was denkst du, ich meine, jetzt ist noch ein Lockdown, wie lange hält man das eigentlich aus? Oder, Schwierig. Also es ist wirklich gerade schwierig, auch bei Musikerfreunden von mir ist auf jeden Fall die Luft gerade dünn und vor allem die Menschen, die den Sound machen, Tontechnik machen, die eigentlich für das Ganze hinter der Bühne verantwortlich sind, dass alles läuft, strugglen gerade vor allem und genau, ist auf jeden Fall gedrückte Stimmung. Ja, trotzdem wird es irgendwie weitergehen, das wissen wir, daran glauben wir ganz fest. Was kommt bei dir als nächstes? Du darfst jetzt schamlos Werbung für dich machen, bitte. Also ich habe das Glück, dass ich im Sommer mit einer super tollen Filmcrew ein Musikvideo gedreht habe zu dem Track Omama, was auch nominiert ist und das wird am 14. November veröffentlicht und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Fritzi Noah Om, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr hörenswerte Musik. Ich freue mich auf jeden Fall, dich auf der Compilation dann nochmal zu hören. Ja, dankeschön. Oh, guck mal, kriegst Blumen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und nun? Ja, du guckst so fragend. Ja, ich weiß Alle nicht. Das ist die Bar. Ich sag's dir. Das ist die Bar. Es ist tatsächlich die Bar, die mich immer so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Jetzt wir haben uns so gut abgesprochen. Ja, wir haben uns so gut abgesprochen. Ich habe sogar ausgedruckte Karten. Und sollen wir es so machen, wie es da steht? Oder sollen wir es einfach so machen, wie es da steht? Dann würde es jetzt mit dem Wirtschaftspreis weitergehen. Das könnten wir machen. Das können wir jetzt sagen. Wollen wir mal die Nominierten einfach vorstellen? Wirtschaftspreis 2020, bitteschön. Wirtschaftspreis 2020. Prämiert wird eine Maßnahme, Kampagne oder Businessidee, die eine besondere Vorbildwirkung oder einen besonderen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft und damit zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise für die Musikwirtschaft entwickelt hat. CultureCast. Der CultureCast ist ein Kollektiv aus Freiberuflern der Veranstaltungsbranche, das es sich zum Ziel gesetzt hat, genreübergreifend Konzert-Livestreams zu produzieren. Der CultureCast bietet Musikerinnen eine Möglichkeit, sich mangels Auftrittsmöglichkeiten in einem besonderen Setting zu präsentieren und außerdem Spenden für soziale Projekte zu sammeln. Ein Teil geht an Musikerinnen, an den CultureCast, der dritte Teil wird gleichermaßen an Sea-Watch, dem Berliner Tierschützerverein und die Berliner Obdachlosen e.V. gespendet. Kugelbahn Wedding. Mit der durch Covid-19 bedingten Schließung des Musikclubs für Newcomerinnen, etablierte Bands und DJs entwickelten die beiden Inhaberinnen Ann Franke und Jess Schmidt das Rettungskonzept Kulturspäti. Nachhaltig produzierte, regionale, hochwertige Produkte bilden das Sortiment. Programmatisch verbinden die beiden Unternehmerinnen im Geiste eines Kulturspätis Lebensmittel bzw. Ess mit Live-, Musik- und Barkultur und erhalten so diesen einmaligen Ort kulturell am Leben. United We Stream. United We Stream ist die solidarische Antwort auf Covid-19 und den dadurch bedingten weltweiten Shutdown der Clubkultur. Aus der erfolgreichen Spendenkampagne für Berliner Clubs erwuchs im digitalen Gestaltungsraum ein globaler Zusammenschluss. Gemeinsam tritt die Clubkommission für clubkulturelle Werte ein und begegnet der Krise und denen, die dann noch kommen könnten. So, und um die Laudatio für diese Kategorie
zu halten, haben wir per Videobotschaft die Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Ramona Popp. Das Jahr 2020 ist und bleibt ein Jahr voller Herausforderungen. Jeder und jeder von uns erlebt die momentane Situation im eigenen Alltag. Wir können unsere Freunde und Familien noch eingeschränkt sehen. Ausgelassenes Feiern ist nicht mehr möglich. Besuche in Bars und Restaurants müssen zurzeit leider ausfallen. Darum war die Hoffnung auf etwas Entspannung für alle groß. Leider stehen wir nun erneut vor großen Herausforderungen mit der zweiten Welle, die jetzt über uns gekommen ist. Wieder brauchen wir in einer gemeinsamen Kraft Anstrengung zur Bewältigung dieser Krise. Denn Corona schränkt genau das ein, was unsere Stadt so lebenswert und so liebenswert macht. Die Berliner Kultur- und Kreativszene, die Musikwirtschaft, die Berliner Clubs, all das sind Orte der Freiheit und der Ungezwungenheit. Hier können Menschen zusammen sein und das Leben genießen. Aber es ist mehr als das. Diese Szene ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unsere Stadt. Sie schaffen Arbeitsplätze in den Musikverlagen, in den Konzertagenturen, in den Clubs und Eventlocations, im Marketing und in der Beratung. Sie machen diese Stadt attraktiv und Berlin zum Tourismusmagnet. Ich kann jetzt nur erneut meinen größten Respekt ausdrücken. Trotz des enormen Drucks auf Ihre Branche ist die Szene stets konstruktiv und an Lösungen interessiert. Wir sind in guten Gesprächen miteinander. Ich erlebe eine große Akzeptanz für die schwierigen Maßnahmen, die aber leider anhalten müssen. Und für den Fakt, dass Sie leider noch lange davon betroffen sein werden. Ich danke Ihnen, dass Sie trotzdem so konstruktiv mitarbeiten. Denn wir als Berliner Senat unterstützen, wo wir nur können. Wir wissen um die angespannte Situation, in der Sie sich alle befinden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, kann ich vielleicht auch sagen, mir ist es heute eine besondere Ehre, die Laudatio auf die erstmalige Vergabe des Wirtschaftspreises zu halten. Corona trifft die Musikwirtschaft besonders stark. Doch einzelne Akteure haben erneut unter Beweis gestellt, dass Berlin einfach besonders ist. Was die Szene hier in Berlin ausmacht, hat sich auch hier wieder gezeigt. Mit United We Stream geht der Wirtschaftspreis an eine Initiative, die mit innovativen und kreativen Lösungen vorangegangen ist. Sie wurden damit zum Vorreiter und zum Vorbild für Musikbegeisterte in der gesamten Welt. Sie haben den Menschen vor und hinter den Bildschirmen eine Perspektive gegeben. Mit ihrer kreativen Kampagne haben sie für direkte finanzielle Unterstützung gesorgt. Sie haben den Künstlerinnen und Künstlern in dieser schwierigen Situation eine Bühne gegeben. All das war auch ein starkes Zeichen der Solidarität für ein Wir-Gefühl und den Zusammenhalt in der Szene und weit darüber hinaus. Denn mit ihren Einnahmen unterstützen sie zusätzlich die zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Sie haben die Kunst in die Wohnzimmer der Menschen geholt, für viele ein kleiner Ausbruch aus dem Corona-Alltag. Dank ihnen hatten Menschen weltweit einen Einblick in die Berliner Clubkultur. Das ist ja auch was richtig Tolles. Und nun, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wie immer bei Preisen gilt auch hier, auch die anderen Nominierten hätten es natürlich verdient. Die Initiative CultureCast und die Initiatorinnen des Kulturkiosk und der Kugelbahn Wedding, sie alle haben neue Wege beschritten, um in der Corona-Pandemie ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir sind weiter da, für euch und für die Musik und für Berlin. Die heutigen Preisträger und Preisträgerinnen sind ein Beispiel für viele Akteure unserer Stadt. Viele sind heute anwesend oder zugeschaltet. Sie alle helfen dabei, mit ihrem Engagement die Krise zu meistern. Dafür möchte ich Ihnen Danke sagen. Möchtest du United We Stream auf die Bühne holen, Malunda? Ja, dann möchte ich bitte Christine Möllers von United We Stream auf die Bühne bitten. Applaus bitte, der Weg soll nicht in die Stille fallen. Christine Möllers von United We Stream. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen lieben Dank. Das ist eine Überraschung und wir bedanken uns ganz herzlich, also im Namen des ganzen Teams, an die Jury und die Berlin Music Commission. Und der Preis ist eine Auszeichnung für ganz viele tolle Menschen, die sich für dieses Projekt engagiert haben, um Clubkultur sichtbar zu machen. Und der Preis ist für all diese Menschen. Vielen lieben Dank. Können wir kurz noch ein bisschen miteinander quatschen? Ja, klar. Okay, alles klar. Weil ich wollte ganz persönlich Danke sagen, weil ich meine, mit eurem Einsatz habt ihr ja ganz, ganz vielen einzelnen Haushalten, auch unter anderem auch meiner WG, tatsächlich über sehr viele trostlose Lockdown-Wochen hinweggeholfen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, also spätestens als es zu der Kollaboration mit Arte kam, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, so eine breite Streaming-Initiative zu starten und dann noch an die Seenotrettung zu spenden damit? Naja, also das ganze Projekt United We Stream ist quasi initiiert von der Berlin Club Commission und von Reclaim Club Culture.
und von eben ganz vielen freien Akteuren der freien Szene. Und wir haben dann eben Arte Concert als Medienpartner gefunden und das ist alles, also das lief alles super schnell, es hat sich aus dem Nichts gebildet als Antwort eben auf den ersten Lockdown und ich bin super froh, dass, ja, dass wir immer noch dabei sind, wir werden weiter streamen und ja. Auch nach der Pandemie ist das was, wo ihr das Gefühl habt, okay, das können wir dauerhaft so aufrechterhalten? Also wir haben jetzt gerade auch den Verein gegründet, United We Stream e.V. und werden da weiter arbeiten und gehen auch ganz viele spannende Kooperationen auch mit anderen Kulturstätten und Kultursparten ein, um eben einfach die Clubkultur, aber auch die ganze Kultur sichtbar zu machen und ja, zu sagen, dass wir einfach relevant sind und ja. Das war ja insgesamt, das, was sich so schön gefühlt hat, war ja, angefühlt hat, war ja dieser Riesenshow of Solidarity, dieser Zusammenhalt. Es ist untereinander, aber auch von außen wichtig. Was würdest du sagen, braucht es jetzt, beziehungsweise was wünscht ihr euch von der Initiative United We Stream für den Fortbestand der Clubkultur? Ja, also ich glaube, die Initiative hat gezeigt, dass wir alle zusammenhalten, also die ganzen Clubs und dass auch einfach eben gesehen wurde, die Clubs brauchen jetzt Unterstützung und einfach so viele Leute, die immer glücklich in den Club gehen, zusammengekommen sind, um das eben zu unterstützen. Und ja, und ich glaube, wir brauchen den Zusammenhalt und die Solidarität und eben halt weniger Konkurrenz, sondern einfach zu sehen, so ey, was sind unsere Gemeinsamkeiten und nicht immer, was sind unsere Unterschiede. Und ja, ich glaube, es ist eine super schwierige Zeit, aber ich glaube, diese ganzen neuen Kooperationen sind super fruchtbar und es ist was total Schönes daraus entstanden. In diesem Sinne nochmal danke für euren Beitrag, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Christine Möllers von United We Stream. Super. Das ist danke. Mein Preis. Applaus bitte nochmal für United We Stream. Das steckt ja auch schon im Titel oder im Motto zumindest dieser, nicht nur dieser Listen to Berlin Awards, sondern auch der Konferenz, die wir hier lostreten mit dieser Awardshow. Togetherness ist der Hashtag, den die Berlin Music Commission in diesem Jahr gewählt hat. Natürlich auch, weil das betont werden muss, eben das Zusammenhalten und nicht umsonst heißt es ja auch United We Stream und nicht alone in front of my iPhone We Stream. Aber auch das soll natürlich sein. Wir kommen zum Herzstück von dieser Awardshow, so wie ich es zumindest immer empfinde, denn sie ist daraus entstanden aus dem Listen to Berlin Compilation, also einer Playlist sozusagen aus Songs von Berliner Künstlerinnen und Künstlern und daraus ist die Awardshow gekommen und wir haben jetzt die Ehre, die Künstlerinnen und Künstler auszuzeichnen und anzukündigen, die auf dieser Compilation vertreten sind und die sowohl von der Jury einen Preis bekommen, also innerhalb der Jury wurde ausgewählt, wen wollen wir noch besonders prämieren und es gab auch einen Publikumspreis, wofür man also voten konnte. Die Nominierten für beide Preise, die sehen wir jetzt. Listen to Berlin. Jury- und Publikumspreis. Wie klingt der Sound Berlins? Die Antwort darauf ist schnell gefunden. Denn Berlin ist ein seltsam farbenfrohes und sich stetig wandelndes Universum, eine faszinierende Stadt mit einer bunten und vielfältigen Musikszene. Mit der Listen to Berlin Compilation-Reihe bemüht sich die Berlin Music Commission, möglichst viele Facetten der Stadt zu repräsentieren. Jährlich sucht die Commission den aussagekräftigsten Sound der Hauptstadt. Seit 2007 beleuchtet dieses Projekt Berlins blühende Musikszene, um sie einem größeren Publikum vorzustellen und der Musikindustrie, Politik und Kreativwirtschaft nahezubringen. Jedes Jahr ruft die BMC zur Teilnahme auf, um die aktuellste Musik zu finden und diese auf der einzigartigen Compilation zu veröffentlichen. Berliner Künstlerinnen, Labels und Verlage werden dazu angeregt, ihre Musik einzureichen, um dadurch die Chance zu erhalten, auf einer einzigartigen Produktion verewigt zu werden. Dabei wählt eine jährlich dafür berufene Jury aus Expertinnen aus dem großen Netzwerk die Künstlerinnen für das Album aus. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist, dass es sich um aktuelle Musik handelt und die Künstlerinnen in Berlin leben und dadurch mit der Hauptstadt verbunden sind. Die Tracklist der diesjährigen Compilation beinhaltet jeweils einen Song der folgenden Künstlerinnen und Künstler. Eileen Cohn. Sind. Fritzi Noor Om. Gloria Blau. Misongi and Neil. Ike and Sarah Kahlo.
Fog 7, Night Visions, Kalthauser, Maxim, Liesel, Mia Knopp-Jakobsen, Joni Cyrus, Ferhat, Koka, Bökelu, Lukas Carey, Siberi. Listen to Berlin, Jurypreis. Prämiert wird eine herausragende künstlerische Leistung der aktuellen Listen to Berlin Compilation. Eileen Cohn, Fritzi Noor-Om, Sind. Das sind also die Nominierten für den Jurypreis. Zum Publikumspreis kommen wir gleich. Und natürlich gibt es zu diesem Jurypreis auch eine Laudatorin. Sie hätte eigentlich hier sein wollen und dann kam die Quarantäne dazwischen, wenn ich richtig informiert bin. Ich hoffe, nichts Schlimmeres. Niki Böhm ist für uns da und ist live zugeschaltet. Hallo Niki. Ich kann dich sehen, ich kann dich nicht hören. Aber jetzt doch. Und ich werde heute Abend den Jurypreis vergeben. Ich freue mich sehr, bei den Awards dabei zu sein. Auch wenn wir leider nicht zusammen feiern können. Dieses Jahr war ich Teil der Jury für die Listen to Berlin Compilation. Die Einreichungen waren immer, wie immer, sehr vergnügungsreich, so wie der musikalische Start. Wir haben uns sehr schwer getan, eine Entscheidung zu treffen, aber leider kann es am Ende nur einen Gewinner geben. Dieses Jahr geht der Preis an. Sind! Sind! Fantastisch, Applaus! Sind haben schon hier gespielt. Niki Böhm kommt auf die Bühne. Nur einer bitte! Das kommt nach vorne. Niki Böhm vom Beatport und natürlich aus der Jury hat die Laudatio gehalten. Hannes, herzlichen Glückwunsch. Da ist euer Preis für Sind. Ihr habt die Eröffnung gemacht und ihr dürft nochmal auf die Bühne. Das freut mich sehr. Wahnsinn. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank an die Jury, an die Music Commission und an die Leute, die das hier möglich machen und natürlich die Sinnfamilie, die gemeinsam mit uns diesen Weg geht. Vielmehr wollen wir uns aber kurz bedanken, besonders bei der Music Commission und auch bei den vielen anderen Initiativen der Berlin Club Commission und den Leuten, den Initiativen, den Projekten, den Personen, die sich hier einsetzen für die Musikbranche, denn es ist gerade nicht so leicht und schwierig, aber Musik und Kultur macht jeden Tag lebenswert und zwar für jeden, auch für die, die nicht wissen, dass es so ist. Und das geht nicht mal nur um die Musiker, die hier stehen und im Radio spielen, sondern auch um die Techniker, die Leute drumherum, die das alles möglich machen, die davon abhängen und oft durch Raster fallen und nicht gesehen werden. Und deswegen ist es wichtig, was hier passiert, was alle von den Leuten, die hier sind, tun. Und wir müssen es weiter tun. Und dafür möchten wir von ganzem Herzen im Namen der Band Sind und unserer Familie danken. Vielen Dank, dass ihr das macht. Einen schönen Abend und wir freuen uns außerordentlich. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Das wäre ein geeigneter Moment, auch den zu nutzen. Ihr habt ja gerade ein Album rausgebracht. Also ihr habt in dieser schwierigen Phase neue Veröffentlichung gemacht. Ihr habt in eurem eigenen Studio im Berliner Holzmarkt aufgenommen. Das könntest du jetzt gerne noch verkünden. Achso, ja, vielen Dank. Genau, wir haben die Zeit genutzt und uns intensiv mit unserem Album und den Videos auseinandergesetzt. Wir haben aber auch im Holzmarkt Kulturstreams selber gemacht, auch unter anderem mit United We Stream, ein, zwei Sachen zusammen. Und wir haben vorletzten Freitag, am 23.10. unser Album, vielleicht ist es anders als du denkst, rausgebracht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch das anhört, aber auch alle anderen Künstler, die auf der Compilation sind. Das wäre schön. Hannes Husten von Sint. Vielen Dank. Schönen Abend euch. Alles Gute. Niki Böhm aus der Jury von Beatport, vielen Dank fürs Zugeschaltetsein. Alles Gute in der Quarantäne. Ich hoffe, sie geht schnell vorbei. Danke. So, dann kommen wir jetzt zur Kategorie Publikumspreis und wir würden uns einfach nochmal die Nominierten anschauen. Listen to Berlin, Publikumspreis. Das Musikpublikum prämiert seine Lieblingskünstlerin von der aktuellen Listen to Berlin Compilation. Eileen Cohn, Mia Knopp-Jakobsen, Joni Cyrus. So, und für die Laudatio darf ich Olaf Schulz und Petra Sachse von der Berliner Sparkasse bitte einmal zu uns bitten. Die Berliner Sparkasse ist einer der Sponsoren von dieser Veranstaltung und deswegen wollten wir sie natürlich auch auf der Bühne begrüßen, dass sie auch einen Preis überreichen, denn ohne die Sponsoren ist das Ganze ja hier nicht möglich.
Dankeschön. Und ja, uns ist es heute auch wichtig, hier zu sein, weil wir haben ja erst vor ein paar Wochen als Partner von der Berlin Music Commission den Indian Summer Open Air ausgerichtet. Und wir haben uns gesagt, gerade in dieser Zeit braucht es jemanden, der an der Seite steht. Und wir freuen uns, dass wir heute mal auf einer Bühne stehen dürfen, im Livestream auch noch, und die Laudatio für den Publikumspreis halten dürfen. Wer hat gewonnen? Sie gehört seit vielen Jahren zu den stilprägendsten Künstlerinnen und Persönlichkeiten der deutschen Singer- und Songwriter-Szene. 7 Jahre, habe ich gelesen, mussten ihre Fans auf ihr drittes Studioalbum warten. 12 Songs wurden eingespielt, alle in komplett Deutsch. Innerhalb von 6 Tagen, und cool ist, in ihrer Heimatstadt hier in Berlin. Seit Ende August ist das Album nun auf dem Markt. Die Konzerte müssen jetzt erstmal noch ein Weilchen warten. Und was auch witzig ist, es gibt ja wieder Alben, nicht nur in CD, sondern auch auf Vinyl. Ihre Texte berühren, sie zeigt Gefühle, klein als auch groß, sie lotet sie aus. Sie hat einen Mix aus Indie, Singer, Songwriter und Pop. Sie ist jedoch weder eine Popröhre noch eine Umweltaktivistin, und dennoch, sie erhebt ihre Stimme. Ja, und das nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch anderen Gehör zu verschaffen. Und insofern engagiert sie sich eben auch in dem Netzwerk Music Woman Germany. Aber sie hat auch eine Instagram-Challenge gestartet, wo Musikerinnen andere Musikerinnen covern. Ihr Ziel ist es, dass Frauen mehr Sichtbarkeit im Musikgeschäft erlangen und dass somit auch Ungleichgewichte bei Besetzung von wichtigen Positionen oder in den Radio-Playlists der Vergangenheit angehören. Wir als Berliner Sparkasse finden natürlich Nähe und gesellschaftliches Engagement sehr wichtig und sehr gut. Gleichwohl sind wir auch sehr froh, dass wir nicht unter den 3 sehr tollen Künstlern der Shortlist entscheiden mussten, sondern die höchste Instanz, des Publikum, das getan hat. Insofern freue ich mich, dass ich auch sagen kann, jetzt die Gewinnerin des Listen to Berlin Awards in der Kategorie Publikumspreis ist Aline Cohen. Aline, herzlichen Glückwunsch. Bitteschön, du darfst, wenn du möchtest, den Preis entgegennehmen und danken, falls du was sagen möchtest. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die Fans und meine Freunde und meine Familie, die wahnsinnig viele Leute mobilisiert haben, um hiermit abzustimmen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Berlin Music Commission bedanken dafür, dass ihr uns Künstlerinnen und Künstlern so eine Plattform gibt und Gehör verschafft. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe an Leuten, denen ich danken möchte, beziehungsweise die Clubs, denen möchte ich danken. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich gedacht, wie kann ich mir Gehör verschaffen, wie können die Leute überhaupt erfahren davon, dass ich Musik mache. Und ich habe ganz viele Clubs angeschrieben und diese Clubs haben mich auftreten lassen. Und ich glaube, die Clubs sind gerade in Gefahr, weil ganz, ganz viele durchs Raster fallen und nicht von den Förderungen mitgetragen werden. Und an dieser Stelle also ein Aufruf nach da draußen: rettet die Clubs, weil wir sonst als Indie-Künstler keine Möglichkeit haben, unsere Laufbahn aufzubauen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und das Live-Spielen, das vermisse ich natürlich auch total. Und ich freue mich sehr, wenn ich im April und Mai wieder auf Tour gehen kann und euch wieder live gegenüberstehen kann und Musik machen darf. Vielen, vielen Dank für diese Auszeichnung. Ich freue mich tierisch. Aline. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Aline, herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast vorhin schon gesagt, du bist ziemlich aufgeregt. Was ist denn das? Du bist so eine Veteranin in dem ganzen Ding. Du müsstest ans Mikro kommen. Sprich mal in das Mikro rein. Du bist ja wirklich auch schon eine alte Hasin eigentlich. Ja, jetzt lange wieder nicht auf der Bühne gewesen. Das ist immer so, man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, auf die Bühne zu gehen. Okay, also das ist, sagst du jetzt nach ein bisschen Pause, ist das schon wieder da, ist das Lampenfieber quasi wieder da. 2 Tage Pause ist zu viel. Apropos live spielen und Musik machen, hast du denn Lust für uns hier heute mal live zu spielen? Unbedingt, natürlich. Dann würde ich jetzt sagen, Aline Cohen, bitte sehr. Vielen Dank, Olaf Scholz und Petra Sachse von der Berliner Sparkasse. Dankeschön. Heute widme ich das Lied Du bist so schön diesem Preis. Musik.
und wieder versinkt. Du hältst dir die Hände vors Gesicht, denn so lange Blicke erlaubst du mir nicht. Doch was ich hier betrachte, will ich gestehen, kann ich auch ohne meine Augen sehen. Du bist so schön. Du bist so schön. Ich mag es bei mir auf der Zungenspitze brennen und ich mag es, die Dinge beim Namen zu nennen. Also weck ich dich auf, ich mach das Licht dafür an, damit ich's dir persönlich sagen kann. Du bist so schön. Du bist so schön. Du sagst mir nicht gucken, ich frag dich warum. Deine Antwort ist wortlos, du drehst dich nur um. Und ich werd es ertragen, das Bild zu entfernen. Aber ich gucke halt so gern. Du bist so schön. Du bist so schön. Vielen Dank. So wunderschön, berührend und herzergreifend, wie immer, Aline Cohen. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Es handelt sich um eine Kunstform, die schon seit langem mit der Musik verbunden ist und jetzt gerade immer wichtiger geworden ist, weil man ja keine Konzerte spielen kann, das Musikvideo. Die Kategorie hier beim Listen to Berlin Award, bestes Musikvideo. Das sind die Nominierten. Preis für das kreativste Musikvideo.
Prämiert wird ein besonders kreatives Musikvideo von Musikerinnen und Videokünstlerinnen aus Berlin, welches zwischen Oktober 2019 und September 2020 veröffentlicht wurde und neue ästhetische oder inhaltliche Impulse zu setzen vermochte. Afar – Singularität. Afar mit ihrem Video zu Singularität. Produktion und Regie Konstantin von Sichert. Selina Bostik – Nie wieder leise. Regie Emanuel Amako Jansen und Selina Bostik. Produktion Schris Falk und Selina Bostik. Robert Koch und Michael Legoff – Sphere. Das sind die Nominierten in der Kategorie Bestes Video bei den diesjährigen Listen to Berlin Awards. Und wir haben eine Laudatio dazu, die uns verraten wird, wer den jetzt gewonnen hat für das beste Musikvideo. Zugeschaltet ist hoffentlich Lisa Riepe, sie ist Jurymitglied und sie ist vom Digitaldistributor Zevralution. Hallo Lisa. Ich habe eine Live-Schalte erwartet, aber du bist da. Wie schön, dass du da bist. Hallo Lisa. Dieses Video. Sehen heißt nachdenken und genau das will diese Kategorie auszeichnen. Videokunst, die neue ästhetische und inhaltliche Impulse setzt und somit auf audiovisueller Ebene den Status quo in Frage stellt. Selina Bostik gibt ihrem wichtigen Song Nie wieder leise viele Gesichter durch das zugehörige Video, das sie zusammen mit Regisseur Emanuel Amoako Jansen produziert hat. Pluralität, die wir dringend brauchen und für die jede und jeder Einzelne von uns gefragt ist, die eigene Stimme einzusetzen. Singularität darf nicht Aus- oder Abgrenzung bedeuten, sondern muss jede Stimme hervorheben und deren Einzigartigkeit betonen. Als Singularität wird in der astronomischen Physik ein Ort bezeichnet, an dem die Raumzeit unendlich ist. In diese Unendlichkeit nimmt uns Robert Koch in seinem Video und Projekt Sphere mit und zeigt zusammen mit Michael Legoff, wie universell Sound in diesem riesigen Kosmos sein kann. In der Meteorologie sind Singularitäten Wetterelemente, die sehr wahrscheinlich, aber dennoch untypisch für eine Jahreszeit in Erscheinung treten. Eine sehr untypische Erscheinung ist Galof Langbeck. Der Hauptdarsteller im gemeinsamen Video von Afar und Regisseur Konstantin von Sichert zum Track Singularität lebt in Einklang von Natur und Technik. Die Überwindung von Distanzen zwischen Natur und Industrie durch das Paradox von organischen und elektronischen Sounds ist stetig Thema in Afars Musik. Mit den eigenen Synthes im Landhaus alt werden. Galof Langbeck lebt diesen Traum. Er verkörpert mit knapp 100 Jahren Lebenszeit eine unsagbare Coolness, wenn er nach der Studiozeit die Sneaker schnürt, um mit Laufhilfe im Wald abzuhängen. Er sieht nicht alt aus. Zwischen atmosphärischen Naturaufnahmen, er verkörpert pure Zukunftsnostalgie. Singularität konserviert und erweckt durch futuristisch-minimalistische Ambient-Sound und stilvolle Videoästhetik ein Gefühl, das neu ist. If anyone wants to know what spirit is, heißt es bei AFA. Sehen heißt nachdenken, sagt Bertolt Brecht. Und um Zukunft zu erfassen und positiv zu beeinflussen, müssen wir hinsehen. Genau das tut das Video Singularität auf magische Art und Weise, indem es einen Mann porträtiert, der uns 100 Jahre voraus ist in Richtung Unendlichkeit. Der Award für das kreativste Musikvideo geht an Afar und Konstantin von Sichert für Singularität. Herzlichen Glückwunsch. So, wenn ich diesmal richtig informiert bin, befindet sich Afar hier im Raum. Ich hoffe, dem ist so. Hast du nähere Informationen? Kommt ihr bitte auf die Bühne. Vielleicht nur einer oder eine, das wäre ganz toll. Das wäre ganz toll. Jetzt haben die alle Mikrofone. Ihr wisst die Krise. Ja, ich denke, einer ist am besten. Ja, hallo. Können wir die Kamera kurz hinhalten, dann sehen wir auch alle. Das wäre ganz, ganz toll. Es ist die Krise, ihr wisst Bescheid, wir müssen Abstand halten und deswegen ist die Bühne nur von wenigeren Leuten zu betreten. Aber das soll den Glückwunsch nicht unterbrechen. Afar, herzlichen Glückwunsch. Nochmal Applaus, bitte. Danke für diesen Preis. Ich würde gerne kurz ein paar Leute sehr danken. Gerne.
In erster Linie natürlich meinen Großeltern Ingrid und Garloff Langenbeck. Es war mir eine Ehre, mit euch dieses Projekt gemeinsam zu machen. Und ihr seid eine große Inspiration für mich. Und wenn ihr jetzt irgendwie das hier seht, meine Oma von da oben und mein Opa von zu Hause, der Preis ist auch für euch. Dann möchte ich gerne meiner Frau danken. Vielen Dank für deine immer kreative Unterstützung, dass du mit deinem wachen Auge und mit deinem Gefühl mir immer, wie auch bei diesem Projekt, den richtigen Input gibst. Dann Kamera, Johannes Kreisle oder auch Shishi, wie ich ihn nenne. Wir sind zusammen zu meinen Großeltern gefahren und er hat es auf wunderbare Weise geschafft, diese wahren Bilder einzufangen. Vielen Dank. Kammer Glinzi hat dem Film ihre Stimme gegeben. Und last but not least, Andrea Gomez mit ihrem Feingefühl für Farben das Color Grading gemacht. Vielen Dank. Wir bedanken uns fürs Kommen. Ach so, Moment. Und natürlich Afar für diesen wunderbaren Track und auch für die Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, ich kriege bei diesem Track, auch wenn ich ihn schon 1000 Mal gehört habe, jedes Mal Gänsehaut. Also es war was ganz Besonderes, mit euch zusammen dieses Projekt zu machen. Danke. Ich möchte noch mal kurz wissen, wie habt ihr die Leute aufgetrieben? Das ist ja ein sensationelles Video, aber wo kommen die Darsteller her? Ja, die Darsteller sind meine Großeltern. Wir haben zusammen hin und her überlegt und dann hat es irgendwie plötzlich Klack gemacht und wir haben sind auf die Idee gekommen, das mit meinem Opa und bei meinen Großeltern zu drehen, da mein Opa auch vor einigen Jahren angefangen hat, also er spielt Klavier und es hat aber auch angefangen, elektronische Musik zu machen und hat sich da so sein kleines Setup eingerichtet und da kam die Idee, das zu übertragen. Mit 98 muss man vielleicht dazu sagen. Mit 98 Jahren, ja. Der Preis für das beste, kreativste Musikvideo an Konstantin Sichert und an die Band Afar, Josef und Elena. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank. Alles, alles Gute. Danke. Es geht weiter. Ja. Ja, bitte. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie haben wir uns abgesprochen? Mache ich das oder machst du das? Wir haben uns abgesprochen, aber ich wollte einfach nur mal Rolf-Bode-Preis für Haltung sagen, weil es klingt so gut. Das ist die nächste Kategorie und hier sind die Nominierten. Bitte schön. Rolf-Bode-Preis für Haltung in der Musikwirtschaft. Prämiert wird eine Person, ein Unternehmen oder eine Initiative aus der Berliner Musikwirtschaft, welche sich durch ein herausragendes gesellschaftliches Engagement oder Zivilcourage verdient gemacht hat. Honoriert wird eine besondere Vorbildwirkung für die Bewahrung der offenen Gesellschaft und das Eintreten für Vielfalt, Toleranz und Integration von Benachteiligten in der Musikwirtschaft Berlins. Bündnis Alarmstufe Rot zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft. Alarmstufe Rot ist das Bündnis der einflussreichsten Initiativen und Verbände der deutschen Veranstaltungswirtschaft. An der ersten bundesweiten Protestaktion, der Night of Light 2020, haben sich über 40.000 Mitwirkende aus mehr als 8.000 Unternehmen beteiligt. Alarmstufe Rot versammelt nun weitere Initiativen und Verbände aus der Veranstaltungswirtschaft hinter einem noch stärkeren Bündnis. Die hinter dem Bündnis versammelten Akteure handeln im Interesse von nahezu 10.000 Unternehmen mit mehr als 250.000 Beschäftigten. Frank Zander. Frank Zander steht seit über 50 Jahren auf der Bühne, ist eigentlich gelernter Grafiker und Maler und gilt bis heute ganz offiziell als der erfolgreichste deutsche Comedy-Sänger aller Zeiten. Seit 25 Jahren feiert er mit bis zu 3000 Obdachlosen und Bedürftigen Weihnachten im Hotel Estrell Berlin. Diese Feier muss dieses Jahr leider ausfallen. In Kooperation mit dem Caritas-Verband und dem Catering-Unternehmen Mama & Sons startete in diesem Jahr zudem ein weiteres Projekt. Als Ersatz für das von Corona betroffene Weihnachtsfest sorgt nun der Caritas Foodtruck innerhalb Berlins für warmes Essen für Wohnungslose und Bedürftige. Soki.
Die Rapperin Soki ist seit 15 Jahren in der Rap-Szene aktiv und schafft durch mehrere veröffentlichte Alben, Auftritte bei öffentlichen Podien, an Universitäten und in Workshops Räume, die aktiv Antworten auf die Frage nach gesellschaftlicher Veränderung auf den Grund geht. Soki steht wie kaum eine andere Rapperin ihres Genres für den Dialog zwischen Groß und Klein. Sie wird als Role Model von Mädchen, Frauen und Queers in der Popkultur wahrgenommen. Als Musikerin ist sie Patin für zwei Schulen der Kampagne Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und engagiert sich politisch als bekennende Antifaschistin für weitere zahlreiche Initiativen. Das sind die Nominierten im Rolf-Bode-Preis für Haltung in der Musikwirtschaft. Alles Menschen, die Haltung gezeigt haben, nicht nur im vergangenen Jahr, sondern zum Teil auch über mehrere Jahre hinweg und die Musikwirtschaft hier geprägt haben. Wir haben eine Laudatio, die uns verkünden wird, wer denn in diesem Jahr gewonnen hat. Und dafür ist uns jetzt tatsächlich zugeschaltet Kirsten Meisel von den Meisel Musikverlagen. Und ich glaube, ich sehe sie schon. Hallo. Wer hat gewonnen? Hallo, liebe Gäste und Nominierte der Verleihung der Listen to Berlin Awards. Ich freue mich sehr, heute den Rolf-Budde-Preis für Haltung in der Musikbranche verleihen zu dürfen. Rolf Budde habe ich sehr geschätzt und er fehlt insbesondere in dieser Zeit mit seiner klugen, überlegten und ruhigen Art. Den Rolf-Budde-Preis für Haltung in der Musikbranche erhält einer der drei Nominierten für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement sowie die besondere Vorbildfunktion für die Bewahrung einer offenen Gesellschaft. Jeder der drei Nominierten ist auf seine eigene, sehr unterschiedliche Art. Alle drei treten für Vielfalt, Toleranz und Integration von Benachteiligten unserer Gesellschaft und Musikwirtschaft ein. Es eint alle, dass für ihre Ziele immer auch auf die Straße gegangen wird, um sich Gehör zu verschaffen und um persönlich einen Austausch mit den Benachteiligten zu haben. Suki. Die Rapperin ist seit 15 Jahren in der Rap-Szene aktiv, veröffentlichte mehrere Alben, absolviert Auftritte bei öffentlichen Podien, spricht an Universitäten und Workshops. Sie stellt sich jederzeit den Problemen und Anfeindungen in unserer Gesellschaft. Sie engagiert sich gegen Homophobie, Sexismus im deutschen Hip-Hop, sowie gegen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland. Das Bündnis Alarmstufe Rot zur Rettung der Veranstaltungsbranche hat sich direkt während des ersten Lockdowns gegründet und kämpft seither für die Interessen von Hunderttausenden Einzelunternehmern, kleinen mittelständischen Unternehmen sowie großen Mittelständlern. Das Bündnis Alarmstufe Rot setzt Zeichen für freischaffende Künstler, Bühnen- und Backstage-Mitarbeiter, Technikern, Zulieferbetriebe, nur um einige zu nennen. Zusammen werden Gespräche gesucht, Lösungsvorschläge gemacht und mit tollen Aktionen und Demonstrationen auf den 6 größten Wirtschaftszweig unseres Landes aufmerksam gemacht. Faszinierend war am 22.06. die Night of Life, wo viele bekannte Gebäude in Berlin und anderen Städten rot angestrahlt wurden. Am 9.09. die erste Großdemo in Berlin, an der auch viele Künstler teilgenommen haben und mit Wortbeiträgen, wie zum Beispiel von Herbert Grönemeyer, geglänzt haben. Am 18.10. fand eine weitere Großdemo statt. Viele Menschen haben friedlich mit Masken und Abstand auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht und sich Gehör verschafft. Ich bewundere die Initiatoren des Bündnisses für ihr Engagement und ihre Energie. Frank Zander, ein besonderer Künstler und Mensch in dieser Stadt, sowieso ein Kind Berlins in Neukölln geboren. Auch er geht gerne auf die Straße und kümmert sich unermüdlich um die Mittellosen und Obdachlosen Berlins. Seit 25 Jahren organisiert er jedes Jahr vor Weihnachten ein großes Gänseessen mit anschließend beeindruckendem Live-Programm. Angefangen vor 25 Jahren mit 250 Personen im Schloss Diedersdorf. Seitdem sammelt Frank unermüdlich Jahr für Jahr Spenden ein und hat es geschafft, dass dieses Fest heute mit 3000 Bedürftigen im Hotel Estrell stattfinden kann. Sehr ans Herz geht, dass Frank Zander immer ein Teil seiner Gäste ist.
Er lässt es sich nicht nehmen, jeden seiner Gäste persönlich mit Handschlag und ein paar Worten zu begrüßen. Bei seiner Weihnachtsfeier für Obdachlose vergessen 3000 Menschen für einige Stunden, wie grau und kalt die Welt da draußen ist. Auch dieses Jahr, wo es aufgrund der Pandemie einfach nicht möglich ist, ein solches Fest durchzuführen, lässt Frank Zander sich etwas einfallen, um die Welt für Tausende von Obdachlosen diesen Winter etwas zu erhellen. Er lässt gemeinsam mit der Caritas seit Juli einen Foodtruck durch Berlin fahren, um Essen an Bedürftige auszuteilen. Die mobile Suppenküche verteilt täglich bis zu 200 warme Mahlzeiten an die Ärmsten der Armen. Zukünftig werden 3 Trucks fahren. Auch heute hat Frank persönlich Essen ausgeteilt und wird in der Woche vor Weihnachten mit seinem Team gemeinsam den Foodtruck begleiten, Einrichtungen besuchen und in der ganzen Stadt Geschenketaschen an Bedürftige austeilen. Schon 1988 sang Frank Zander, wenn wir alle Englein wären. Ein Engel ist Frank nicht, das wäre auch zu langweilig für ihn. Aber auf jeden Fall ein leuchtender Stern für viele Menschen, und aus diesem Grund erhält Frank Zander den Rolf-Budde-Preis für Haltung in der Musikbranche. Herzlichen Glückwunsch, Frank Zander. Und du weißt, wenn wir nicht in dieser Situation werden, würde ich dich gerne umarmen und würde gerne heute Abend mit dir feiern. Vielen Dank. Und nach dieser Rede würde ich das auch gerne machen. Vielen, vielen Dank, Kirsten Meisel von Meisel Musikverlage. Frank Zander kann leider auch hier heute nicht sein, aber er hat uns eine Grußbotschaft geschickt. Tja, Leute, hierzu muss ich nicht viel erklären. Und deswegen freue ich mich umso mehr über den Rolf-Budde-Preis. Danke. Danke, danke. Den habe ich auch, denke ich mal, verdient. Und da ja nur die goldene Henne ewig an mir vorbeigeflogen ist, ich will ja nicht mobben, aber freue mich umso mehr. Dankeschön. Und ihr wisst ja auch, dass wir viel für Berlin tun. Und manchmal sage ich, also mehr kann man nicht machen. 3000 arme Menschen einzuladen, das ist schon ein ganz schöner Schuh. In diesem Jahr geht es nicht. Das wissen alle. Veranstaltungen sind gestorben. Aber wir haben eine tolle Idee von der Caritas bekommen, Food Trucks. Da haben wir gleich uns beteiligt an einem. Und heute war ich dabei, Essen auszugeben. Denn irgendwas muss man tun für die armen Menschen. Wir können nicht sagen, das war's, schade eigentlich. Nein, nein. Und das war sehr herzlich und das tut auch hier sehr gut. Also, wir sind Berliner, ich bleibe Berliner und komme aus Neukölln. Übrigens, mehr Berlin geht auch nicht. Also, wir machen weiter und danke nochmal für den tollen Preis. Danke. Wenn ich die Stimme schon höre. Es ist wirklich. Es ist so krass. Du warst auch gerade so ganz so ein bisschen niedergeschlagen. Schön. Er kann leider heute nicht hier sein. Du wolltest eigentlich mit ihm sprechen. Ich wollte ihn nur um den Hals fallen. Ist ein Held deiner Kindheit. Total, ja. Ach Mensch. Ich will jetzt nicht die ganzen Lieder zitieren. Das tut mir wahnsinnig leid. Frank Zander hat tatsächlich diesen Award wirklich, wirklich verdient. Ich muss aber auch sagen, es war trotzdem eine unfassbar schwere Kategorie. Ich hätte es nicht gerne entscheiden wollen, weil ich nämlich auch die anderen beiden Nominierten total stark fand. Ich tippe, du hättest es anders entschieden, aber das macht nichts. Wir sind ja nicht die Jury. Willst du mich jetzt hier bloßstellen oder was? Nein, ich hätte nicht anders entschieden. Ich finde das mit den Foodtrucks super. So, wir haben aber nichtsdestotrotz ein anderes Bündnis jetzt hoffentlich in der Leitung, und zwar beziehungsweise in Vertretung eines der nominierten Bündnisse würde ich Tom Koperek hier zu uns zum Gespräch bitten. Er ist der Initiator der Night of Light und Mitinitiator der Alarmstufe Rot. Und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal. Hi Tom. Hi, ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du dich zuschalten lässt jetzt in dieser Situation. Wir wollten natürlich gerade bei so einem Award, der in diesen Umständen stattfindet, mit dem Bündnis sprechen, mit den Leuten sprechen, die die Kritik auf die Straße getragen haben in der letzten Zeit und auch gezeigt haben, wie das geht. Wie fühlt sich das an, die ganze Zeit Hygienekonzepte zu entwickeln in der Veranstaltungsbranche, zu zeigen, dass es geht, auch die Demo sozusagen auf die Straße zu bringen und nicht den Querdenkern die Kritik zu überlassen und eben auch dort zu zeigen, wie es geht. Und dann gibt es wieder eine Art, ja, es wird verniedlicht Mini-Lockdown genannt, aber es ist ja ein weiterer Monat mit Berufsverbot. Also wie fühlt sich das an nach der ganzen Arbeit? Zu gut an. Ich möchte als allererstes mal Frank Zander gratulieren zum Award. Also ich finde es eine super starke Entscheidung der Jury. Frank hat es wirklich verdient. Das Engagement, was er da seit wirklich Jahren zeigt, ist aller Ehren wert. Und ich denke,
denke ich, würdiger Preisträger. Schade, dass er heute nicht da sein vom Alarmstufe Rotbündnis. Herzlichen Glückwunsch, lieber Frank Zander. Du hast uns ja auch vor unserer zweiten Großdemo unterstützt mit deinem Aufruf zur Demo. Auch dafür herzlichen Dank. Ja, wie fühlt sich das an? Ich will mal sagen, für uns ist die Lage eigentlich in der Veranstaltungswirtschaft ja seit 8 Monaten eigentlich absolut dramatisch. Wir haben von diesem zweiten Lockdown eigentlich, jetzt merken wir so gut wie gar nichts, weil wir uns immer noch im ersten Lockdown befinden. Also für uns hat dieser Lockdown vom März, April eigentlich nie geendet. Und ich glaube, wir haben eine ganz, ganz schlimme Situation, nicht nur für die Kultur und für die Künstlerinnen und Künstler, sondern ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die wirtschaftsbezogene Veranstaltungen, Corporate Events, Konzerte, das ist alles hochdramatisch und ja, es ist irgendwie deprimierend, auch weil wir alle viel investiert haben in diese Konzepte und trotz allem sowohl jetzt wieder mit Auftritts- und mit Öffnungsverboten belegt worden sind und gleichzeitig natürlich auch das Publikum einfach verunsichert wird und unsere Gäste. Ja, es gab ja, wie du auch angesprochen hast, 2 große Demos. Da war auch nicht wenig Medienpräsenz. Du hattest im Vorfeld über 480 Millionen Medienkontakte gesprochen. Tatsächlich, erzähl mal ein bisschen was von der letzten Demo. Das ist ja jetzt dadurch, dass es der Tag war, an dem der neue Lockdown quasi verkündet wurde, ist es ein bisschen untergegangen. Aber da gab es ein schönes Detail bezüglich der, naja, physischen Teilnehmer, sage ich mal. Ja, also uns war schon klar, dass wir jetzt zur zweiten Demo wahrscheinlich nicht mehr so viele Menschen werden mobilisieren können, nach Berlin zu kommen wie bei der ersten. Da waren wir ja knapp 15.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Wir haben uns vorher viele Gedanken darüber gemacht, wie wir auch den Menschen ein Gesicht geben können, die möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass sie sich neue Jobs suchen mussten, nicht mehr in der Veranstaltungswirtschaft momentan tätig sind. Und dementsprechend auch mittwochs mitten in der Woche nicht zur Demo kommen können und auch den vielen tausend Menschen ein Gesicht geben können, die sich schlicht und ergreifend einfach die Fahrkarte nach Berlin nicht mehr leisten können. Und wir hatten vor dem Brandenburger Tor an die 1000 Flightcases aufgestellt und auf jedem dieser Flightcases 2 Fotografien von Menschen, Gesichter von Menschen, von Kolleginnen und Kollegen aufgeheftet, die eben dieses Mal nicht zur Demo kommen konnten, um auch diesen Tausenden von Leuten ein Gesicht zu geben und zu demonstrieren, wirklich viel mehr als die, die wir heute hier stehen und eigentlich wären eigentlich auch noch viel mehr nach Berlin gekommen. Aber es hat halt eben für einige eben nicht, auch nicht mehr gereicht. Es gab ja innerhalb der Community auch viel interne Diskussionen. Wir haben viel darüber gesprochen, der gerade den Solo-Selbstständigen MusikerInnen beispielsweise fehlt eine Lobby. Gibt es jetzt langfristige Bündnisse bzw. Lobbys, die sich aus dieser Krise heraus neu entwickelt haben? Seid ihr das vielleicht sogar? Also ich glaube, was jetzt erstmal ganz, ganz wichtig ist, wenn man so ein bisschen die Historie anschaut. Wir haben eigentlich als Wirtschaftszweig in den letzten 30 Jahren versäumt, eine schlagkräftige Lobbyarbeit aufzubauen. Und die Fehler, die in Systemen liegen, die Konstruktionsfehler, die deckt dieses Virus, die deckt diese Covid-19-Krise gnadenlos auf. Und alle Systeme, die nicht gut oder richtig konstruiert sind, fliegen als allererstes auseinander. Ich glaube, das sieht man jetzt auch. Und was wir eigentlich jetzt sehen müssen, ist, wir haben in den letzten 30 Jahren uns in unserer Branche immer um uns selbst gekümmert. Wir haben nie Hilfe vom Staat in Anspruch genommen, die wir vielleicht auch so nie gebraucht haben. Und diese fehlende Lobbyarbeit ist uns jetzt schmerzlich zum Verhängnis geworden, weil wir nämlich eine ganz lange Zeit auch als vergessene Branche dagestanden haben. Und wenn man jetzt mal schaut, dass wir mit der Night of Light im Juni der Branche eigentlich insgesamt mal ein Gesicht gegeben haben, mal gezeigt haben, was eigentlich alles zur Veranstaltungswirtschaft dazugehört. Immerhin haben wir 9000 Bauwerke in ganz Deutschland mit rotem Licht angestrahlt. Und da waren eigentlich vom Caterer über die Dekorateure, Bühnenbauer, Künstlerinnen, Künstler, Event Locations alle dran beteiligt. Da konnte man sehen, wie vielfältig eigentlich dieser Wirtschaftszweig ist. Und was jetzt stattgefunden hat, ist eigentlich ein Zusammenschluss und eine Arbeitsgemeinschaft der wesentlichen maßgeblichen Verbände, Vereine und Initiativen innerhalb der Veranstaltungswirtschaft, um diese Arbeit, die wir da in 30 Jahren versäumt haben, jetzt in 6 Monaten irgendwie wettzumachen. Und das haben wir eigentlich schon sehr, sehr gut hinbekommen.
Was sich daraus entwickelt, wird die Zukunft zeigen. Im Moment ist es so, dass wir in einer wahnsinnig tollen Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Verbandslandschaft kooperieren, dass da ganz viel Knowledge-Sharing dabei ist und ganz viel Kollaboration hinsichtlich der Kontakte und auch des Wissens, wie, wann, mit wem zu sprechen ist. Und das macht Mut für die Zukunft. Und ich glaube, wir sind auch auf einem ganz guten Weg, was die Gespräche mit der Politik angeht, obwohl es vielen dazu langsam geht. Da sind die politischen Mühlen halt einfach langsam. Tom Kubarek ist das. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Schade, dass es nicht geklappt hat. Viel Erfolg für die Arbeit. Wir kämpfen weiter. Danke. Grüße und nach Berlin. Du hast Applaus hier im Publikum. Bis dann. Tschüss. Ja. Malone, ich glaube, jawohl. Ich glaube, wir kommen zur letzten Kategorie schon, ne? Ja. Und die letzte Kategorie spannend. Hat tatsächlich auch nur einen Nominierten. Bin ich das? Ist es richtig? Ich weiß, it's over. Ich weiß gar nichts mehr, tatsächlich. Okay. Hier steht immer noch der Preis von Frank Zander. Das ist einfach, das ist Mayhem für mich. Das ist schade. Aber was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass ich jetzt die Ehre habe, die LaudatorInnen anzukündigen. Und zwar sind das DJ Epek, eine international erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete DJ-Produzentin, Kuratorin und Queer-Aktivistin und Sabuha Salam, KünstlerIn, AktivistIn, TänzerIn, Kabarettistin, Kaffeesatz- bzw. Kartenleserin und AlltagspolitikerIn. Bitte Applaus! Da ist euer Rednerpult. Wir sind gespannt auf eure Laudatio. Guten Tag, Merhaba. Ich bin ein bisschen aufgeregt, deshalb. Ach so, okay, bin ich schon so laut? Die sollen quasi so sein. Okay, gut. Merhaba. Wir freuen uns sehr, heute die Laudatio für SO36 des diesjährigen Preisträgers des Ehrenpreises Listen to Berlin Awards 2020 halten zu dürfen. Wohl kein anderer Raum in Berlin hat mehr subkulturelle Stadtgeschichte geschrieben als das SO36 in Kreuzberg. SO steht für Südost und 36 steht für den alten Postleitzahl. Seit über 42 Jahren finden hier Veranstaltungen statt, die den Ort in ihrer Gesamtheit und Kontinuität zu einem Spektrum und Spiegel der Gegenkultur erklären. Mit einer Strahlkraft weit über Berlin hinaus. Aus dem musikalischen Untergrund kommend, traten hier neben vielen anderen die einstürzenden Neubauten Tonsteinescherben, die Ärzte, Nina Hagen, aber auch The Cure, Athena, Dumann, Leningrad Cowboys, Ali Hassan Kuban und viele mehr. Der seit 78 existierende Club Kultur- und Veranstaltungsstätte ist ein magischer Ort für Musik, Live-Konzerte, linke Politik, Inters und Transpersonen. Lange bevor die vielbeschworenen Konzepte von Genderqueer, Interkultur und kulturelle, sexuelle Diversität, Inklusion und Intersektionalität zum politischen und akademischen Programm erhoben wurden und im gesellschaftlichen Mainstream ankamen, waren sie im SO36 bereits souverän praktizierter Alltag und seinerzeit lange im Voraus. SO hat es geschafft, durch die Vielfältigkeit der Partys und Konzerte unterschiedlichste Communities anzuziehen, sie an sich zu binden. Von Techno bis zu Café Fatal, eine Paartanzparty mit Schlagermusik, queere Partys wie Gay Hane, Rockkonzerte oder Hip-Hop-Konzerte der Antifa Genschlik, bis hin zu traditionelle oder auch atonale Musikfestivals. Während in vielen Berliner Clubs immer noch nicht selbstverständlich ist, dass das Line-Up gender diverse ist und von Flints, das heißt von Females, Lesbian, Inter, Non-Binary und Trans-Künstlern besteht, nicht engagiert werden, ist es im SO36 keine Diskussion, sondern Selbstverständlichkeit. Frauen und andere Weiblichkeiten, Intersexuelle und Transmenschen gehören auf die Bühne, auf die Line-Ups. Feministische Events sind ebenso ein fester Bestandteil, so wie der 8. März, Frauenparty, Female Focus Festival und das internationale Musikerinnenfestival, wie es ihr gefällt, konnte bereits mehrmals im SO36 stattfinden. Das türkische Queerfest hat genauso Raum wie die Neuköllner Stadtteilmütter,
die nach einem After-Hour-Manier mit Kind und Kegel und reichhaltigem arabischem und türkischem Essen mittags um 11 Uhr zum Sonntagsmatinee, um zu tanzen, ins SO 36 kommen. Beim Thema Inklusion war SO 36 schon immer barrierefrei. Rollstuhlfahrende und anders befähigte Gäste waren und sind im SO 36 keine Seltenheit, so wie auch Gebärdendolmetscherinnen auf der Bühne bei Diskussionen und Panels. Das monatliche Homo Oriental Dance Floor, dessen Resident DJ ich seit 22 Jahren ich bin, ist seit 22 Jahren ein Safe Space für viele queere People of Color und ihre Freunde, wo ihre Musik aus dem Middle East und ihre Lebensfreude im Mittelpunkt steht. Durch diese Party haben sich sehr viele Gruppen, wie zum Beispiel GLAD, FVGs und Lesben aus der Türkei in Deutschland oder griechische LSBTI-Gruppe Heremis herausgebildet. Safer Sex. Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, eine weltweit agierende Gruppe von Aktivisten, die sich selbst als queere Nonnen des 21. Jahrhunderts bezeichnen, sind im Gayhane öfters zu Gast und verteilen in ihren wunderschönen Schwesterntrachten tüchtig Kondome und Lutscher mit dem Aufschrift nicht schlucken, sondern lutschen. Im SO 36 arbeitet ein sehr sensibilisiertes Team, das an der Tür bei der Filterung aufpasst und etwa bei sexuellen, rassistischen oder transphoben Übergriffen ohne lange zu zögern Hausverbote erteilt. Awareness-Teams gab es im SO 36 bereits, als das Wort in Deutschland noch gar nicht bekannt war. Dieser Raum, das einst Merhaba SO 36 hieß, ist ebenso ein Ort für interdisziplinäre Kunst- und kulturelle Aktionen, wie zum Beispiel Kinovorführungen, Lesungen und Ausstellungen, und bietet gleichzeitig einen Raum für politische Auseinandersetzungen. Die linke Szene trifft sich genauso im Esso wie auch unterschiedliche Gruppierungen, wie zum Beispiel gegen die Gentrifizierung oder zum Thema Rassismus in der Szene. Bei einigen Veranstaltungen und Partys im SO 36 gibt es den Soli-Beitrag, das heißt, ein Teil des Eintrittes wird gespendet, womit unterschiedliche soziale und aktivistische und internationale Organisationen oder Personen unterstützt werden, wie zum Beispiel das Trans Pride in Istanbul oder Anwaltskosten für einen von der Abschiebung bedrohten Geflüchteten. Auch Soli-Partys gehören zur Selbstverständlichkeit. Das Kiezbingo mit dem Motto »Tu was Gutes für die Welt« hat bislang bis zu 100 sozial- und politische Projekte unterstützen können. Zuletzt fand Kiezbingo Corona-bedingt im Kreuzberger Freiluftkino statt und sammelte Spenden für SO 36. In 1998 hat SO 36 gemeinsam mit anderen Initiativen und Vereinen den Kreuzberger Transgelianer CSD ins Leben gerufen. Als Reaktion auf die sich mehrende Homophobie, Transphobie, Rassismus und Faschismus in Kreuzberg löste SO 36 die Aktion aus »Du bist nicht allein« gemeinsam gegen Homophobie, Rassismus und Faschismus in mehreren Sprachen aus. Diese Fahnen, diese Transpeace hingen nahezu bei allen Cafés, Restaurants und Läden in Kreuzberg. Was SO 36 von anderen Clubs und ihren Betreibern unterscheidet, ist, dass es von einem Kollektiv geführt wird. Im SO gibt es keinen Besitzer, keinen Chef. Mensch agiert als Team unabhängig vom Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung, körperliche Befähigung und den vielen anderen identitätspolitischen Kategorien, bestimmenden Begegnung auf Augenhöhe und Solidarität trotz aller Unterschiede. Umsatz ist wichtig, aber nicht ausschlaggebend für die Entscheidung, wer auftritt und mit wem das SO 36 zusammenarbeiten will. Hierbei ist die politische Haltung des Acts vielmehr gefragt. Bei strittigen Fragen entscheidet weiterhin das Delegiertenrat. Das SO 36 ist kein kommerzieller Ort, wo es lediglich um Party machen und Geldabzocke geht. Niemand wird im SO reich. Die MitarbeiterInnen und KünstlerInnen arbeiten für die Idee, für den Space selbst, wo sie ihre Träume mit umsetzen können. Die Frage, wo SO 36 politisch steht, bleibt im Club auch heute ein immer wieder diskutiertes Thema. Durch Offenheit, Transparenz und gegenseitige Verantwortung untereinander und hat sich das 36
die Kontinuität seiner 42-jährigen Geschichte bis heute bewahren können. ESSO ist ein Club, wo Feiern und politische Inhalte zu verbinden und auch noch selbst Spaß zu haben durchaus möglich ist. Wir gratulieren dem ESSO 36 herzlich und wünschen diesem Ort, diesem wunderbaren Ort und dem Team und den Mitwirkenden weiterhin viele gesunde und kraftvolle Jahre des Feierns und des Bestehens. Musik, Musik ab, Musik ab, Musik ab. Oh, es gibt Musik. Jawohl. Musik ab. Herzlichen Glückwunsch, SO 36. Nanette und Miriam sind heute Abend bei uns. Das ist euer Preis. Ja, nicht der jetzt, zufällig. Ja, wow, vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns total. Vielen Dank auch an euch. Das war eine so wunderschöne Rede und so eine tolle Performance. Wir haben ganz viel uns vorgenommen zu sagen. Wir würden hier gerne mit noch viel, viel mehr Menschen stehen, die das SO 36 ausmachen. Insofern ist es toll, dass ihr beide wenigstens hier seid. Es müssten hier Hunderte stehen, all die Leute, die alles Mögliche veranstalten. Eben Kiez-Bingo, IPEC hat ja alle möglichen Veranstaltungen schon genannt. Da stehen natürlich ganz, ganz viele Menschen dahinter, die das SO 36 eben zu dem Ort gemacht haben, der es jetzt ist, eben dieser Raum, wo man sich begegnen kann, wo man netzwerken kann, wo man vor allem ich selber sein darf, egal welche Person ich bin oder was die Gesellschaft von mir will. Und diesen Schutzraum wollen wir auch in Zukunft erhalten. Als ich vor ziemlich genau 30 Jahren meine allerersten Konzerte im SO 36 organisiert habe, im Rahmen einer Antifa-Woche gegen rechts, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass es mal einen Preis gibt für einen lauten Standpunkt gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art. Ich glaube aber, dass es außerhalb von Berlin oder dass es sehr viele Orte in Deutschland gibt und sehr viele Menschen, die sich engagieren und Haltung zeigen und die und das unter sehr, sehr viel schwierigeren Bedingungen tun als wir. Und wir würden den Preis heute gerne auch im Namen dieser ganzen Menschen entgegennehmen. In den letzten Jahrzehnten habe ich zusammen mit der Frauenkonzertcrew vom SO 36 mehr als 1000 unterschiedlichste Konzerte organisiert und ich muss sagen, dass mir die Künstlerinnen und Bands immer am liebsten waren, die ganz klar und deutlich Haltung gezeigt haben in unterschiedlichsten Sprachen und eine von diesen Bands ist die Band Slime und wir haben zusammen mit der Band Slime schon vor dem offiziellen Lockdown entschieden, dass wir die zwei ausverkauften Konzerte absagen werden, weil uns die Gesundheit von allen Menschen am Herzen liegt, auch wenn das noch keine offizielle Ansage sozusagen war.
Da kommen wir zum Thema Verantwortung, Freundinnenschaften und überhaupt die Menschen und das SO36. Uns ist sehr klar, dass es das SO36 ohne unsere Freundinnen und die Menschen da draußen schon lange nicht mehr gäbe. In der Geschichte des SOs gab es viele Anlässe, aber nachdem wir diese Konzerte abgesagt haben, sind wir damit auch sofort an die Öffentlichkeit rausgegangen. Und wenn ich das jetzt erzähle, bekomme ich heute noch Gänsehaut, man sieht es wahrscheinlich nicht, aber innerhalb von 2 Tagen waren irgendwie Tausende von Euros auf unserem Spendenkonto. Das hat uns, ich muss das jetzt mal sagen, den Arsch gerettet. Wir wären einfach schon längst weg. Die offizielle offizielle Förderkohle vom Staat kam ein halbes Jahr später. Der erste Euro, den wir bekommen haben, das war jetzt Ende Oktober. Wir möchten darauf aufmerksam machen, wir stehen hier auch für all diese anderen Orte, die gefährdet sind jetzt in dieser bescheuerten Krise. Es geht ganz vielen Clubs gerade an den Kragen. Das sind Strukturen und Freiräume, die gefährdet sind. Und wenn die einmal weg sind, werden die nie wiederkommen. Wenn diese Orte verloren gehen, dann werden wahrscheinlich Großkonzerne irgendwelche seelenlosen Kapitalisten einsprengen, sich diese Orte krallen. Und hinterher bleibt nur eine total eintönige Kulturlandschaft übrig. In anderen Ländern sieht man ja schon, wie sowas läuft. Wir möchten deshalb appellieren, insbesondere auch an die Politik, dass da draußen sehr, sehr viele Menschen sind, die passgenaue Programme brauchen. Die ganzen KünstlerInnen, die jetzt ohne jegliche Einnahmen dastehen, die auch keine Betriebsausgaben deklarieren können und so weiter, denen muss unbedingt geholfen werden. Die MinijobberInnen, die ganzen Freischaffenden, da muss wirklich noch sehr viel passieren. Die Menschen sind in großer Existenznot und haben keine Chance, über diese Zeit zu kommen, wenn ihnen nicht sinnvoll geholfen wird und vor allem unbürokratischer. Also ganz zum Schluss habe ich noch eine Bitte in diesen schwierigen Zeiten, dass alle bitte sehr gut auf sich aufpassen sollen und sich vor allen Dingen auch um die Menschen kümmern sollen, denen es gerade nicht so gut geht. Und ich glaube, da gibt es gerade in dieser Branche sehr, sehr viele. Bleibt solidarisch und leave no one behind. Liebe Nanette, das ist jetzt wirklich euer Preis. Vielen, vielen Dank. SO36, richtig wichtiger Safer Space für marginalisierte Communities. Eins noch zur Clarification. Spenden kann man immer noch für euch, oder? Ja, die Spendenkonten sind alle freigeschaltet. PayPal, Better Place, unser eigenes Konto. In diesem Sinne, weiter geht's. Danke für eure Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Genau, ihr dürft nach hinten. Wir sind am Ende der Award-Kategorien angekommen, aber noch nicht am Ende des Abends. Trotzdem ist das, glaube ich, für uns der letzte Moment hier auf der Bühne. Eine Bühne ohne viel Publikum, aber dafür hoffentlich mit vielen Menschen, die das schon geschaut haben, live dabei waren oder möglicherweise in den nächsten Tagen sich dann auch noch anschauen werden, wird man alles sehen können auf den Seiten von der Berlin Music Commission. Hier geht es auch in den nächsten Tagen weiter mit Streams für die Most Wanted Music Konferenz. Das war heute Abend der feierliche Auftakt dafür. Natürlich improvisiert das Ganze unter den gegebenen Umständen online gemacht. Ich kann sagen, wie feierlich das wirklich war, das dürft ihr zu Hause am Bildschirm entscheiden. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön und auf Wiedersehen. Das war der Christoph. Wieder rein, denn etwas schauen muss sein. Oder ist das Bühne frei? Ja. Hervorragend. Das waren der Christoph Schrag und Malonda. Vielen Dank auch an die Berlin Music Commission, an die Sponsoren, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Wir sind raus und sagen Tschüss mit einem großartigen Song von einer fantastischen Band, die auch auf der Listen to Berlin Compilation mit vertreten sind, beziehungsweise auf dem dazugehörigen weiteren Sampler. Und das sind die beiden von One aus Kopenhagen und Berlin. Bitteschön. Ciao. Tschüss. Skies.
You were that through walls of lies. Rise from the tired tales of human mind, from the pettiness of human kind, and you will find you'll find. Danke.